Ja, hallo, schönen Abend, schön, dass so viele gekommen sind, obwohl das Wetter sehr schön ist draußen, beängstigend schön vielleicht. ja, herzlich willkommen in der Halle für Streit, Hall of Beef, so nennt sich das Forum dieses Jahr. Genau, und herzlich willkommen zur Eröffnung dazu, zur Podiumsdiskussion Streitansage. Es wird ja behauptet unter Kolleginnen, dass am Donnerstag die eigentliche Eröffnung war, dass das heute nicht die Eröffnung ist. Genau, da war der große Streitkunstpreis. Genau, also man sieht die Sticheleien untereinander beginnen schon, aber eben beim großen Streitkunstpreis auch. Also es waren Gefühle jeglicher Art vorhanden, Enttäuschung, Wut. Alles ist möglich, so auf die Art, alles ist erlaubt. Genau, und vielleicht waren manche auch beleidigt. Es hat sich auf jeden Fall was bewegt. Und also ich für meinen Teil habe dann noch ganz viel am Grübeln müssen und ich glaube, vielen anderen ist es auch so gegangen, dass sie sich die Frage gestellt haben, was ist da eigentlich passiert? Genau, und Zitat von einem Kollegen, den ich jetzt den Namen nicht nenne, ich fühle mich wie ein Kaugummi, aber so ein guter. Genau, das kann man verstehen, wie man will. Auf jeden Fall, ich würde sagen, unsere Harmonieklamotten sind teilweise schon abgelegt. Genau, und wir sind auch schon ein bisschen eingegroovt, aber genau, irgendwie eben viele Gefühle waren im Raum, vielleicht auch Verletzungen. Und jetzt ist so die Frage, was ist jetzt der Umgang eigentlich mit dem Streit? Also so muss ich irgendwie auch damit umgehen, dann mit diesen Gefühlen, die da im Raum sind. Und das ist vielleicht noch ein bisschen offen geblieben und vielleicht erfahren wir da heute mehr dazu. Genau, aber jetzt nochmal ganz von vorn. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin die Sarah Huber. Ich leite die Sparte Gesellschaftspolitik hier im Haus und das ist mein Kollege, der Markus Gönitzer, Teil des Leitungskollektivs. Und wir haben heute die Veranstaltung gemeinsam organisiert. Also nochmal herzlich willkommen von uns in der Hall of Beef. Genau, und ja, wir beschäftigen uns mit nach der Ohnmacht mit dem Thema Streit. Und ich würde sagen, beides sind so Themen, die mit Gefühlen und Affekten aufgeladen sind. Und genau, also wir geben auch dieses Jahr wieder den Platz und den Raum für verschiedene Gefühle. Aber eben nicht nur das, eben wir suchen auch nach Strategien und Umgangsweisen damit und glauben, dass das vor allem auch wichtig ist angesichts gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse und gesellschaftspolitischer Ereignisse, Probleme, Herausforderungen. Und dabei stellen wir uns die Fragen, wie wird in der Gesellschaft mit Streit in Zeiten von hyperpolitisch aufgeladenen Debatten umgegangen? Wie können wir Herrschaftsverhältnissen den Streit ansagen? Und wie können wir aber innerhalb von linken Bewegungen angesichts von Differenzen oder verschiedenen Perspektiven solidarisch miteinander für eine bessere Zukunft streiten? Genau, und welche Formen der gemeinsamen Organisierung brauchen wir dann da überhaupt dafür? Also das sind wieder mal die ganz großen Fragen, die wir uns stellen, unseren geladenen Gästinnen und eben auch euch. Also wir laden euch wieder ein, gemeinsam heute zu diskutieren und vielleicht dazu auch erste Perspektiven aufzumachen oder auch schon manche Antworten zu finden. Genau, darf ich übernehmen? Also hallo nochmal von mir. Ich habe die Ehre, zwei ganz wunderbare Gästinnen vorzustellen, die heute den Weg nach Graz angetreten haben. Es macht sehr viel Sinn, dass sie bei uns im Forum zu Gast sind. Es macht sehr wenig Sinn, dass sie das noch nicht waren. Aber das holen wir heute nach. Also einerseits freuen wir uns, dass Maria Domar Castro-Varela zu Gast ist. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Professorin für allgemeine Pädagogik und soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule und das ist vielen hier wohl ein Begriff, weil viele Freundinnen und Kolleginnen, die soziale Arbeit in Graz studieren, immer wieder mal sich diesen Erasmus-Aufenthalt gönnen. Genau. Zu Marias Arbeitsschwerpunkten zählen unter anderem postkoloniale Theorie, Rassismus- und Antisemitismusforschung, kritische Migrationsforschung, zuletzt auch Verschwörungstheorien oder Mythen
und Gender und Queer Studies. Ein zuletzt sehr gern und breit gelesenes Buch von ihr war unter anderem Freundinnenschaft, Dreiklang einer politischen Praxis, das sie gemeinsam mit Baha Okalay herausgegeben hat. Und dieses und viele andere findet ihr hinten an unserem Büchertisch, um noch eines zu erwähnen, zum Beispiel Double Blind, Postkolonial, kritische Perspektiven auf Kunst und kulturelle Bildung mit Leila Harichrat. Also genau, Büchertisch ist zum ersten Mal gefallen, gibt es hinten, wir freuen uns, wenn ihr was mitnehmt. Unsere zweite Gästin heute ist Ines Schwertner. Ines Schwertner ist eine deutsche Publizistin, sagt eine Kurzbio, es ist immer so, was ist Publizistin? Zum Beispiel heißt es, Chefredakteurin der deutschsprachigen Ausgabe war sie bis 2023 des sozialistischen Magazins Jacobins, was bei uns auch sehr breit diskutiert wird und schon viele Impulse gesetzt hat. Also ihr merkt jetzt, warum das Sinn macht, dass die beiden da sind. Und seither Redakteurin des Hyperpolitik-Podcasts, das Wort ist jetzt schon zweimal gefallen. Du wirst uns vielleicht erklären, was da so dahinter steckt. Seit dem Herbst bist du auch Kandidatin für die Partei Die Linke bei der kommenden Europawahl. Aufregende Sache. Genau, den Büchertisch habe ich schon erwähnt. Das heißt, ich kann wieder zurückgeben an die Sarah. Danke, dass ihr da seid. Ja, danke auch nochmal von mir, dass ihr gekommen seid. Und ja, wir haben euch eben zum Streit eingeladen oder beziehungsweise, also ihr müsst es nicht miteinander streiten, das haben wir eh schon vorher angeredet. So, also seid nicht enttäuscht, wenn heute nicht gestritten wird. Das kann passieren. Genau, aber jetzt mal so erst ganz die essentiellste Frage, streitet ihr überhaupt gerne? Das ist ja eine interessante Frage. Ja, erstmal danke für die Einladung. Hat mich auch total gefreut. Und euch allen danke, dass ihr trotz des Superwetter hier seid. Kann ja was anderes auch machen, aber man kann auch streiten, ist auch gut. Streite ich gerne. Es kommt drauf an. Also ich glaube, dass Streit wichtig ist. Und wenn das dann ein Streit ist, in dem die Verletzungen sich so im Rahmen halten, finde ich das wichtig. Ob ich das gerne mache, weiß ich nicht so. Aber ich bin nicht konfliktscheu. Also wenn, dann streite ich mich auch und halte das auch für wichtig. Ich glaube, Politik ohne Streit ist keine gute Sache. Und du, Ines? Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja, aber auch erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und ich würde auch sagen, ich scheue den Streit nicht, wenn er sein muss. Aber ich würde ihn wahrscheinlich von allein nicht anzetteln. Ungern. Aber wenn er dann da ist, dann muss man ihn auch durchstehen. Ja. Okay, gut. Jetzt wissen wir mal das. Aber jetzt zu den ernsteren Fragen. Jetzt so in eurem Politikverständnis, in eurer Praxis und in eurer Theorie, was für eine Rolle spielt der Streit? Also für mich ist Streit ein ganz, ganz wichtiges, man könnte sagen, ein theoretisches Konzept und eine Praxis. Als Praxis muss sie eingeübt werden und das ist für mich Teil von, keine Ahnung, Demokratieerziehung oder politischer Bildung, also dass Streit eingeübt wird. Und als Konzept habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und zwar, weil ich mal so eine ganze Phase hatte, immer wenn ich Artikel reingereicht habe, waren immer Kommentare daneben, polemisch, polemisch, polemisch und ich dachte, what the fuck? Und ich wusste dann manchmal gar nicht, wieso ist das polemisch? Ich meine, es ist doch so. Und dann habe ich angefangen, mich mit Polemik auseinanderzusetzen. Was ist das eigentlich, Polemik? Und habe herausgefunden, also aus der Geschichte heraus, dass das aus einem Ritual kommt, was es auf der Iberischen Halbinsel gegeben hat, im 13., 14. Jahrhundert ungefähr. Und die hießen Polemicas. Und das war zu einer Zeit, wo eben in Spanien oder in der Iberischen Halbinsel Spanien, als Spanien gab es damals noch nicht, eben eine große Bevölkerungsgruppe von muslimischen Menschen lebten und jüdischen Menschen und eben christlichen Menschen, die da auch noch nicht sich als so hegemonial gesehen haben. Und einmal im Jahr gab es die sogenannten Polemicas. Darauf musste sich immer ein Repräsentant vorbereiten und dann diskutieren
Also streiten, und zwar zugespitzt streiten, das war praktisch die Aufgabe, zugespitzt streiten darüber, wer die besten Inhalte hat, die besten Argumente. Und dann, also sie mussten so einen Input geben und dann durften alle Zuschauer oder Zuhörenden eben auch mitstreiten. Und dann habe ich gedacht, das ist irgendwie super. Das ist eine tolle Idee, weil es ritualisiert ist, so dass, und weil es etwas gibt wie eine Vorbereitung. Und daraus habe ich dann entwickelt, dass ich dachte, vielleicht ist es das, was auch fehlt. Also es ist dieses, dass das nicht etwas ist, was dann plötzlich stattfindet, sondern die Möglichkeit, vorher auch genau zu überlegen, was sind denn meine Argumente eigentlich? Oder wo habe ich auch Widersprüche? Wo sind auch so Dinge, wo ich selber vielleicht auch nicht so ganz sicher bin? Und dann auch die Zeit habe, mich darauf vorzubereiten. Und dann aber auch den Streit auch durchhalte, ne? So wie du gedacht hast, wenn er dann da ist, dann muss man auch da durch und ihn dann nicht so tut, als gäbe es das nicht. Und in dieser Zeit hat man eben gedacht, dass wenn das nicht stattfindet, das eben zu Hass und Gewalt führen kann. Und dass man gesagt hat, gerade weil es so eine Polarisierung gibt und sehr, sehr unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Alltagsfragen, aber auch religiösen Fragen, ist es wichtig, dass es so eine Ritualisierung gibt und dass auch es eine Repräsentanzperson gibt sozusagen, die das dann macht für die anderen sozusagen und trotzdem alle aber auch eingeladen werden. Das fand ich super. Und deswegen plädiere ich, seitdem ich mir das klar geworden ist, dass das eigentlich gar nicht so eine schlechte Geschichte ist, polemisch zu sein. Sondern das könnte man ja auch so verstehen, ein zugespitztes Argument vorbringen, auf das die anderen, die sich als andere Seite dann verstehen, antworten müssen. Und sie müssten dann eine Antwort suchen. Aber stattdessen heißt dann Polemik immer, darauf kann man nicht antworten, weil das ist eigentlich kein Argument. Und das stimmt nicht, weil die Zugespitztheit, glaube ich, ist wichtig. Und daraus habe ich das Konzept entwickelt von dem wohltemperierten Streit. Ja, also wohltemperiert, es geht dann nicht darum, nur hasserfüllt zu sprechen und nur zu argumentieren, um die anderen zu verletzen, sondern um einen Punkt zu machen. Um wirklich einen Punkt zu machen und darauf zu reagieren. Und ich glaube, das ist für die politische Diskussion ganz wichtig. Und das ist etwas, was mehr und mehr verloren geht. Weil entweder es wird gesagt, du musst wissenschaftlich argumentieren, dann schreiben wir so Texte, die keiner mehr lesen will, weil die super langweilig dann sind. Oder sie sind dann wie in diesen Tweet-Diskussionen, wo es nur darum geht, die anderen irgendwie zu verletzen. Und gibt es noch was dazwischen? Und ich glaube, dass das eben sehr wichtig ist. Das andere Konzept, was ich dann auch ausgegraben habe, ist das des Kontrapunktischen. Das wird von Edward Said, glaube ich, zum ersten Mal auch formuliert, schon in Orientalismus, also schon in den 70er Jahren. Der hat das genommen aus der klassischen Musik, also wo dann, also Bach und die Kontrapunkte, wo er dann gesehen hat, dass eigentlich eine Harmonie durchbrochen wird und das aber wichtig ist, um eine Harmonie herzustellen. Und das finde ich super und das findet man dann eben, also diese Idee des Kontrapunktischen gab es aber schon vorher, schon in den 40er Jahren von einem kubanischen Anthropologen, Fernando Ortiz, der hat das in Kuba festgestellt, dass es da auch Rituale gibt, vor allen Dingen unter der damals noch versklavten Bevölkerung, dass sie zusammengekommen sind, wenn sie ein bisschen Raum hatten, auch einen freien Raum zu haben, ohne Arbeit, dass sie dann gesungen haben und eine Person hat angefangen zu singen und eine Geschichte dabei erzählt. Das ist das Singen, ging es nicht nur um Singen, sondern ein Narrativ auch zu vermitteln. Und die Idee war, dass die Leute im Kreis saßen und dann immer eine andere Person aufgestanden ist und dagegen gehalten hat. Auch hier wieder war es eigentlich ein Streit, weil es wurde dann sozusagen ein anderes Narrativ erzählt, also dieselbe Geschichte, aber in ein anderes Narrativ gebunden. Und dieser Streit
war aber trotzdem melodisch oder harmonisch. So, also, und eigentlich kann das nur stattfinden, wenn die unterschiedlichen Positionen auch den Raum bekommen. Weil sonst singt nur eine und das ist dann öde. Sondern das ist darauf angelegt, dass wir Vielstimmigkeit auch herstellen, also eine Polyphonie. Und das könnte man so zusammenbringen. Also Zugespitztheit, durchaus auch, wenn es um sehr wichtige Dinge geht, auch ritualisiert mit der Idee der Repräsentanz. Und aber auch mit wirklich der ganz intendiert Räume zu eröffnen für eine Vielstimmigkeit. Und ich glaube, das ist etwas, was gerade wirklich erodiert, dass das immer weniger möglich ist. Okay, da waren jetzt vielleicht auch schon Anknüpfungspunkte für dich dabei, Ines. Würdest du gern Bezug drauf nehmen oder vielleicht auch einfach erzählen? Ja. Gegen Ende. Fast. Ja. Okay. Genau, ich versuche meinen Punkt zu machen und dann trotzdem auf das einzugehen, was Maria gesagt hat, wenn ich das hinkriege in 7 Minuten. Ja. Ich schau mal. Ja, also ich meine, es gibt so eine Tendenz, würde ich sagen, jetzt insgesamt auch seit schon ein paar Jahrzehnten, seitdem es so eine Art kommunikative Wende in der politischen Theorie auch gab, zu sagen von vielen Intellektuellen, es geht alles über den Diskurs oder eben über den Streit und wie der funktioniert. Und es gibt da so eine gewisse Harmoniesucht, glaube ich. Also Jürgen Habermas ist so eine Figur davon, die dann sagt, wir können das durch Deliberation lösen und das bessere Argument gewinnt und so weiter. Also das ist natürlich ein sehr, sehr starkes also ich würde schon sagen, seit vielen Jahrzehnten ein sehr, sehr starkes, durchdringt auch einfach die Art, wie wir so gesellschaftspolitisch, wie viele denken und wie besonders auch Intellektuelle oder eben auch Künstlerinnen und auch Politiker denken, über den Diskurs funktioniert das alles und es gibt, so habe ich das einmal in einem Artikel genannt, die liberale Sehnsucht nach dem guten Diskurs, also so, dass es diesen Streit nicht mehr gibt und dass man irgendwie versucht, das alles auseinander zu balancieren und wir haben zwar unterschiedliche Standpunkte, aber das könnte man ja doch irgendwie, kann man ja doch irgendwie zusammenbringen und so weiter und da ist natürlich einerseits was dran, aber wenn man die politische Arena eben als solche begreift, dann vergisst man, glaube ich, einen Punkt und es wird jetzt nicht überraschen, also das sage ich jetzt als Marxistin, dass man über den guten Diskurs, egal wie er gemacht wird, wahrscheinlich den Klassenkampf nicht auflösen kann. Also, dass man Interessensgegensätze, die es gibt, die eigentlich unsere ganze Gesellschaft strukturieren und die Art, wie wir wirtschaften und wie eigentlich alles in unserem Leben darauf eigentlich aufbaut, dass es diese Klassengegensätze gibt. Das kann man auch nicht weder in der politischen Arena noch in der wissenschaftlichen Arena oder eben in Zeitungen oder in Medien durch einen guten Diskurs lösen. Deshalb würde ich erstmal eben sagen, dass grundsätzlich dieser Streit, nicht nur als Streit, aber diese Auseinandersetzung konstitutiv ist. Und dass man das eben nicht auflösen kann. Man kann sich natürlich trotzdem überlegen, dass man zivilisiert miteinander umgeht. Das ist das eine. Das bekommt aber jetzt eben seit einigen Jahren auch durch Faschisierungstendenzen oder eben durch faschistische Meinungen eben nochmal so einen anderen Punkt. Also dann wirkt es auch leicht naiv zu sagen, wir können einfach die Leute in eine große politische Arena mit einholen und dann versuchen zu überzeugen. Also jetzt das aktuellste Beispiel jetzt in Deutschland war gerade vorgestern? Ich habe ein bisschen die Zeit. Vorgestern, glaube ich, gab es so ein TV-Duell halt zwischen dem Faschisten Höcke und der CDU. Und es war ein ganz großes Brimborium und alles waren ganz aufgeregt und so und haben gedacht, kann man jetzt einen Faschisten irgendwie in dem demokratischen Diskurs einhegen, überzeugen, kann man ihn bloßstellen und so weiter. Diese Diskussion gibt es ja schon seit Jahren und wahrscheinlich hier ja auch mindestens genauso. Und man verliert dabei eigentlich immer. Also man kann dabei nicht so viel gewinnen, weil man im Prinzip natürlich diese Argumente, weil man sich auf das Feld eigentlich dieses rechten Diskurses begibt und damit denkt, man könnte das normalisieren oder eben irgendwie einhegen. Und das meinte ich zu Anfang mit dieser liberalen Sehnsucht zu versuchen, da auch andere politische Meinungen einzuhegen, die aber eigentlich in dem Fall halt so menschenfeindlich sind, dass man es eigentlich nicht einhegen kann. Also und da muss man überlegen, gibt es eine andere Strategie, das auszuschließen oder nicht. Dazu kommen wir dann vielleicht später noch, was dann ein anderer Ansatz wäre. Aber
Genau, erstmal würde ich sagen, ganz grundsätzlich, man kann die Klassengegensätze nicht wegreden durch diesen guten Diskurs und deswegen ist halt dieser Streit oder diese Auseinandersetzung dauerhaft und darauf muss man sich einstellen, wenn man auf der Seite, auf der anderen Seite steht, dieses Klassengegensatzes, dann, das meinte ich auch damit, man kann dem Streit nicht aus dem Weg gehen, also man streitet eben eigentlich permanent, um auch eine gewisse Vorherrschaft, über welche Themen wird gesprochen im öffentlichen Raum, welche Stimmen werden überhaupt gehört da drin, weil es eben auch dafür konstitutiv ist, dass natürlich eine bestimmte Macht dahinter steckt, eine ökonomische Macht und politische Macht, wer überhaupt an diesem Diskurs teilnimmt und so weiter. Und das ist also, dann strukturiert ja alles vor. Und wenn wir auf der anderen Seite stehen, dann sind wir eigentlich in so einem Dauerstreit. Und noch als einen vielleicht theoretischen Punkt dazu, jetzt kann ich uns beide vielleicht outen als Gramscianerinnen, um das ein bisschen zu erklären. Also wenn man eben von diesem Klassenantagonismus ausgeht, dann würde man halt sagen, das ist nicht aufzulösen in dieser politischen Arena. Aber eben Theoretikerinnen wie Chantal Mouffe, die halt sagen würden, das hat aus diesem Antagonismus einen Agonismus gesagt und so und sagt eben, auch in der Tradition stehend, aber eben nochmal ein bisschen flexibler oder fluider, dass sie gesagt hat, es gibt immer diese Wir-Sie-Gegensätze und an verschiedenen Themen gibt es halt immer wieder diese Auseinandersetzung. Aber sie will nicht wie Karl Schmidt, dass man sich als politische Gegner bekämpft, sondern eben auch so streitet. Also vielleicht eher im Sinne, wie du das gesagt hast. Und ich kann das verstehen oder ich fand das immer auch interessant als Theorie, das zu lesen, aber ich glaube eben trotzdem letztlich geht das nicht auf, also geht dieser Wunsch danach, dass man das irgendwie über diesen Streit löst, halt nicht auf, sondern es hat dann einfach auch was mit Machtungleichgewicht zu tun und ist dann eben auch etwas, was man gewinnt oder verliert und was man eben nicht dadurch auflösen kann. Ich glaube, wir würden trotzdem zur zweiten Frage weitergehen, weil das schon so ein bisschen die Rutsche war und ihr euch dann ja wieder beziehen könnt. Und ich glaube, wir würden uns auch viele sehr spannende Sachen von dir jetzt, Maria, dann mitnehmen, so wie das mit der Polemik nochmal. Gibt das abseits von Dudgehabe überhaupt noch so Polemik? Aber bei der zweiten Frage, da würde ich sehr gern anschließen an etwas, also das du jetzt ausgeführt hast mit der liberalen Sehnsucht. Sarah hat ja am Anfang vorgelesen, die Fragen, die uns da beschäftigt haben, mit dem Streitbegriff. Und wir fanden das einerseits auch voll, also fad eigentlich, weil Liberale das die ganze Zeit machen, sie fordern eine gute Streitkultur oder so. Und wir haben das Gefühl alle dazu, dass uns das in irgendeiner Form nervt, aber können es vielleicht noch nicht so ganz runterbrechen. Und deswegen vielleicht an euch beide so ein bisschen die Frage, können Sie da noch ein bisschen darauf eingehen, was denn so die Mechanismen und Instrumente sind in dieser liberalen Streitkultur? Ein Ding, auf das wir immer stoßen, ist eben, du hast das ein bisschen erwähnt, diese vermeintliche Objektivität, die immer eingefordert wird. So, es ist nur eine gute demokratische Aushandlungskultur, wenn man über Migration mit dem Nazi redet und über das Klima mit einem Klimaleugner und so weiter und so fort. Und genau, und da würde man jetzt umgekehrterweise zuerst bei der Ines nochmal anfangen wollen. Und nachdem du ja mit Hyperpolitik gefühlt quasi da ein bisschen auseinanderklauben probierst, so was ist der falsche Streit vermeintlich, der uns ablenkt von eigentlichen gesellschaftlichen Missständen. Vielleicht kannst du das dahingehend ausführen, das Konzept, wenn du denn überhaupt findest, dass es da drauf passt. Und dann kommen wir wieder zu Maria. Okay, ja, tut mir leid, das müsst ihr nochmal den zweiten Exkurs ertragen. Ja, genau, ich habe auch das Buch mitgebracht von Anton Jäger, also auf seinen Ideen. Das sind 4 Essays, das kann man relativ schnell weglesen. Das geht ganz gut. Es sind eben 4 Essays, die er geschrieben hat und er hat den Begriff Hyperpolitik verwendet oder jetzt geprägt für eine Zeit, in der wir gerade leben, von denen er sagt, sie sind hyperpolitisch, also sehr aufgeregte Zeiten, in denen eigentlich ständig jede Woche ein neues Thema, eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, alles immer hochpolitisiert, aber er sagt eben ohne politische Folgen. Also das bedeutet, dass sich an diesen Machtverhältnissen eben gar nicht so viel ändert und ein Punkt daran ist sicherlich auch eine Verschiebung weg von materiellen Fragen hin zu eben kulturkämpferischen Fragen. Also das ist auch eine der Beobachtungen, die er hat. Und um das vielleicht kurz halt den Begriff zu erklären, weil ich mache das jetzt
jede Woche in dem Podcast dazu, aber wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, dann, um das zu erklären, also er teilt verschiedene Phasen ein, historisch in wie wird eben Politik organisiert oder politische Meinung, und er sagt eben, bis zu den 90ern, 2000er gab es eben schon noch so eine Form von Massenpolitik, also Organisationen, Parteien, Gewerkschaften, Vereine, in denen sich politische Meinungen auch organisiert haben und in denen Politik hauptsächlich stattgefunden hat. Und dann aber mit so der neoliberalen Auflösung ging das halt über und wurde viel, viel fluider und ging auch, vor allem während der Finanzkrise, bezeichnet er diese Phase dann als Postpolitik, was man ja auch so kennt. Technokraten organisieren die Krise und das Ganze wird ausgelagert eben an Expertinnen und Experten. Und die Menschen haben aber auch mit Politik nicht mehr so viel zu tun. Also er setzt das an von den 90ern nach der Wende, wo alle meinten, das Ende der Geschichte und wir haben mit Politik nicht so viel am Hut. Und das geht dann eben bis in diese Phase zu der Finanzkrise, und danach kommt eben die Phase der Hyperpolitik bei Anton Jäger, wo er dann sagt, dass es eben wieder so eine Politisierung gibt, aber unter ganz anderen Vorzeichen als vorher, nämlich die Menschen sind viel, viel weniger organisiert in diesen Organisationen, sie haben eigentlich keine wirkliche Machtbasis mehr, sind viel isolierter, was wiederum mit den Räumen, mit den öffentlichen Räumen zu tun hat, also viel, viel mehr in die digitale Welt zurückgezogen, viel, viel mehr in die Isolation zurückgezogen, was jetzt auch jeder für sich, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann, dass man eben eher auf Twitter streitet, als vielleicht in so einem Raum wie hier, also dass das einfach zu so einer Vereinzelung kommt, also dass da verschiedene Tendenzen eben zusammenwirken, Vereinzelung und gleichzeitig weniger Organisationsstärke und eben jetzt noch dazu, und Trump ist so eine Reizfigur, an der er das auch unter anderem festmacht, zu sagen, es ist eben sehr, sehr stark kulturkämpferische, sehr, sehr starke, auch vor allem meistens eben von rechts getriebene Diskurse, und man kann in diesen hyperpolitischen Zeiten dann als Linke relativ wenig gewinnen, weil unsere Themen nicht vorkommen und weil die Menschen nicht mehr organisiert sind. Also das, was eigentlich entscheidend ist für linke Politik, dass wir eher sprechen über den Kapitalismus als vielleicht dann wenn wir eine Straße brauchen mit Autos oder nicht. Also es werden dann halt Debatten geführt, die eigentlich an dem realen Problem der Menschen vor allem auch vorbeigehen. Und das ist das, was er damit bezeichnet. Und ein anderes, vielleicht ganz passendes Buch dazu, was man eben wirklich ergänzend dazu auch lesen kann. Ich habe es jetzt nicht dabei, weil es ist ein großer Schinken und viel, viel schwerer zu lesen. Aber es passt auch ganz gut, ist das Buch Triggerpunkte von Steffen Mau und Linus Westhäuser, die eben auch nochmal so gesagt haben in ihren Studien, soziologischen Studien und Befragungen, dass die Themen von materieller Ungleichheit und alles das, wo es eigentlich auch große Mehrheiten gibt, also wo es eigentlich auch große Übereinstimmung gibt in der Bevölkerung, daran was zu ändern, aber im politischen Diskurs nicht mehr vorkommen und eben sogenannte Triggerpunkte eigentlich nur noch bedient werden. Also dass man eben sagt, die Leute reden halt in diesem TV-Duell zum Beispiel, Höcke redet über ein Mett-Brötchen und auf einmal reden alle nur über, der Faschist Höcke redet über Mett. Und das ist halt, es hat natürlich nichts zu tun mit irgendwelchen realen Problemen, aber darüber wird jetzt eine Woche gesprochen. Die nächste Woche Ausländerkriminalität, die neue Statistik ist sehr, sehr hoch, aber niemand redet über die eigentlichen Probleme dahinter, dass zu wenige Wohnungen da sind und so weiter. Also es ist halt, es wird jede Woche, und das kennt ihr eben auch, werden diese Triggerpunkte betätigt, und das ist das, wie jetzt der Politik Modus eben läuft, und das macht es halt sehr, sehr schwer, also weil jetzt auch die bürgerlichen Medien oder eben auch die Öffentlichkeiten so strukturiert sind, dass sie halt auf diese Vereinzelungen setzen einerseits, und andererseits eben natürlich auch, das ist der zweite Prozess, und das kenne ich jetzt als Medienschaffende auch, muss man eine bestimmte Quote erreichen oder muss man irgendwie Titel haben, die bestimmte Buzzwords haben, und das verkauft sich halt auch gut. Also insofern, dass die Öffentlichkeit sowieso auch so durchkapitalisiert ist und durchprivatisiert ist, ist es eigentlich sehr, sehr schwer, irgendeine andere Form von Thema zu setzen. Also innerhalb dieses Umfelds
kann man sagen, wird Hyperpolitik noch mal stärker befördert und macht den Spielraum eigentlich sehr, sehr klein. Klingt jetzt ein bisschen düster, merke ich, wo ich sage. Aber ja, dadurch wird eben dieser Streit oder das, was wir jetzt eben als, oder was du vielleicht denken würdest als wohltemperierten Streit, eigentlich verunmöglicht, weil man sagen kann, ein Teil der Themen, die wichtig sind für die Menschen, kommt eh nicht vor. Und wir sind eben in so hochpolitisierten, hochemotionalisierten Zeiten, wo man, die aber gleichzeitig zu einer Ohnmacht führt, das ist vielleicht der Angelpunkt dann zu dem letzten Jahr, dass man sich selber als Einzelperson komplett ohnmächtig darin fühlt, etwas in dieser politischen Welt zu bewegen. Also man kann eigentlich gar nicht mehr mithalten mit diesem Diskurs und man kann nichts daran verändern. Und das sorgt halt für eine extreme Ohnmacht dann. Wir hatten ja, wir haben uns auch beschäftigt letztes Jahr im Zuge der Ohnmacht, dass es immer bei linken Diskursveranstaltungen, wenn dann der Punkt kommt, oh, es schaut eigentlich düster aus und dann am Schluss probiert man dann aber noch einmal so hoffnungsstiftendes Moment zu setzen. Also das heißt, da haben wir am Schluss dann noch einen Platz dafür reserviert. Danke auf jeden Fall, Ines, für die Ausführungen. Maria, du hast ja auch in zumindest zwei Studien oder Publikationen ein bisschen mit diesen Diskursdynamiken beschäftigt und diesen Triggerpunkten, nämlich einerseits mit der Pandemie, die natürlich ein Riesen Polarisierung in unserer Gesellschaft war und andererseits mit Migrationsdebatten, die dem auch nicht viel nach ist. Und was würdest du da noch dranhängen? Ja, also ich denke, ich kann eben der Diagnose nur teilweise zustimmen, weil wir müssen ja auch Phänomene verstehen, wie zum Beispiel Black Lives Matter, also eine riesige Mobilisierung und auch von Bodies on the Street und auch Organisation. Also, oder zum Beispiel in dem letzten Jahr gegen den Iran, also fast jede Woche riesige Demonstrationen in Berlin, also auch wieder wirklich Bodies on the Street und Organisierung, also es wurden neue Organisationen auch gegründet und so weiter. Deswegen frage ich mich manchmal bei diesen Analysen, ob die zu sehr bestimmte Organisationen auch einfach nicht mitdenken. Ja, also das nur bestimmte, wer ist dann das Wir, was dann vereinzelt auf Twitter ist, weil das gibt es schon und ich finde auch, dass es neue feministische Diskussionen zum Beispiel gibt, die auch zu einer neuen Organisation geführt haben und dass das eben auch zu Mobilisierung auch führt. Und ein bisschen schwierig finde ich, weil es dann wieder dieses ist, es gibt diese Symbolpolitik oder Identitätspolitik, die dann nur emotionalisiert ist und nicht die wahren Probleme angreift. Und die anderen, die wahre Politik wird nicht gemacht. Das ist dann, weil das kann, ne? Aber du kannst auch gleich reagieren darauf. Ja. Ne? Ja. Genau, das ist eigentlich ganz, ganz passend, weil Black Lives Matter kommt eigentlich ausführlich vor. Ja. Das habe ich noch nicht erwähnt, aber eben wahrscheinlich anders als du meinst, nämlich wirklich auch als Form von Hyperpolitik, weil Anton Jäger eben sagt, dass diese Form von Massendemonstration, so würde er jetzt wahrscheinlich auch die Demonstration gegen die AfD bezeichnen, die sind eben nur von kurzer Dauer. Natürlich folgen daraus auch Organisierungen, aber sie ändern eigentlich nicht sehr viel, zum Beispiel an den Gesetzgebungen oder eben an der konstitutiven Macht, die die Gruppen dann haben. Also er würde schon auch sagen, er hat gesagt, die Black Lives Matter und aber auch die Besetzungen, die 1%, We're the 99%, würde er schon auch sagen, waren auch Teil von Hyperpolitik, weil sie eben kurzzeitig das Thema aufgemacht haben, aber eigentlich an den wirklichen Machtverhältnissen nicht so viel verändert haben. Also er sieht das eben auch, er sieht es, aber er sieht es dezidiert kritisch, weil er sagt, es langfristig hat sich eben nicht viel verändert. Also wäre die Frage, was dagegen, also was jetzt die positiven Beispiele sind, wo es dann zu wirklich radikalen Veränderungen in der Gesellschaft gekommen ist. Das weiß ich dann auch nicht. Sondern und ich glaube, das ist eine Unterschätzung von Black Lives Matter. Wirklich, weil ich glaube schon, dass das sehr viel verändert hat. Und es hat einfach ein anderes Thema auf die Agenda gebracht. Und vielleicht ist es dann jetzt wichtig,
weil Kapitalismus wird natürlich nicht ausgeklammert. Das ist zum Beispiel bei Black Lives Matter auch sehr, sehr ein wichtiges Thema. Es geht nicht nur um Race, sondern auch eben darum. Und die ganze abolitionistische Bewegung versucht das ja auch mit einzuholen. Also, und insoweit, und da, glaube ich, finden schon auch Veränderungen statt. Und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn, weil sonst geht das alles in diese vielen Publikationen, die das alles beklagen, dass es dann immer nur, was weiß ich, um LGBTIQ und um Race und also diese Identitätspolitik, die zersplittert und eigentlich nicht mehr so mobilisierend ist. Da ist auch manchmal so ein Romantisieren von der, keine Ahnung, Gewerkschaftspolitik oder von den revolutionären Zeiten so, weil das war ja auch sehr exklusiv. Das wird dann häufig da nicht gesehen. Und deswegen wäre, weil ich finde diese Liberalisierung finde ich einen sehr guten Begriff dazu und manchmal ertappe ich mich darin auch selber, dass man dann glaubt, das wäre so schön, wenn wir da alle so schön, ist vielleicht auch eine Genderfrage, wie auch immer. Aber mir geht es schon darum, dass auch hart debattiert wird und dann gleichzeitig aber nicht so was gemacht wird, dass eine bestimmte Form der Politik und der Mobilisierung disqualifiziert wird als eigentlich nicht mehr wirklich politisch. Weil ich im Grunde genommen kann das sehr schnell dann in so eine Argumentation von Sarah Wagenknecht gehen. Das ist eigentlich ihre Argumentation. Sie sagt, ja gut, okay, Rassismus und so, da gibt es auch Mobilisierung und Sexismus und ach ja, alles Mögliche. Aber die Leute haben immer mehr Schwierigkeiten, Wohnraum zu finden, es gibt eine starke Verarmung und so weiter. Und ich frage mich, wie können wir das politisch hinbekommen, dass diese Punkte in der Debatte, im Streit eben nicht vereinnahmt werden von rechten oder eben konservativen Gruppen. Wie können wir das hinbekommen? Und deswegen finde ich das mit diesen Phasen, es hat was Attraktives, das so zu sehen, aber ich finde es auch schwierig, weil da gibt es auch Ungleichzeitigkeiten, die da sind. Es gibt nämlich, weil das war für mich zum Beispiel während der Pandemie ganz interessant, dass es eben eine Zeit war, in der eigentlich von Regierungsseite Organisierung verhindert wurde, also man sollte eben nicht auf die Straße gehen, man sollte eben nicht zusammenkommen und es dann zu einer Mobilisierung gekommen ist, die es seit Jahren nicht mehr gegeben hat, also positiv und negativ. Also auf der einen Denkerin ist so, kann ich gar nicht aussprechen. Also diese Queren und dann eben aber auch Black Lives Matter. Und das war, also ich fand es sehr faszinierend, wie das dann eben auch zum Beispiel das Stadtbild verändert hat, als es zu diesen starken Mobilisierungen gekommen ist und dass das eben nicht verschwunden ist. Und insoweit glaube ich, wäre das wichtig, dass es, wenn wir darüber sprechen, wie wichtig Streit ist, politisch gesehen, müssen wir sowohl über die Orte sprechen, aber auch über die Akteurinnen. Wer zum Beispiel diskutiert da auch und wer wird als Diskutantin dann auch ernst genommen, aber auch in der Art und Weise, wie wir diskutieren. Und dafür glaube ich, und das bleibt, also müssen die Menschen vorbereitet werden. Nicht alle sind in der Lage, einen politischen Streit wirklich auch so zu führen, dass sie ihn überhaupt gewinnen können. Oder dass sie sich überhaupt da durchsetzen können, ihn aushalten können. Und das ist etwas, was ich schon sehe in den letzten Jahren auch schwieriger geworden ist, dass es weniger Angebote vielleicht gibt und auch weniger das angenommen wird, dass das auch eine Trainingsgeschichte ist. Ja? Also wenn ihr früher zum Beispiel diese Gramsci-Arbeitskreise gemacht habt, da geht es natürlich auch darum, Argumente zu haben, das zu verstehen. Das analytisch auch zu verstehen und dann auch wirklich in der Zivilgesellschaft auch sich durchsetzen zu können. Und das ist wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was meiner Meinung nach bewusst gemacht wird, dass es immer weniger Menschen die Möglichkeit haben, das wirklich einzuüben. Ines, würdest du da gerne drauf Bezug nehmen? Ich habe schon das Gefühl gehabt, das hat sich so ein bisschen gezuckt über dir. Das passiert.
Vielleicht gleich nochmal. Ja? Ja. Okay. Ich noch kurz okay, passt. Weil ihr habt, also es wäre, ist eigentlich eh schon eine gute Überleitung gewesen für die dritte Runde, wo es ja so um die Frage der Organisierung geht. Also wie wir quasi der Herrschaft seinen Streit ansagen können als Linke miteinander. Und auch innerhalb der Gesellschaft aber, also auch miteinander mit Menschen, die halt nicht in linken Bewegungen oder Teil davon sind. Genau, und das sind ja schon so die Fragen angesprochen worden von Infrastrukturen vielleicht auch, also wie könnte eine Form von Organisierung ausschauen, aber auch eben was sie dann sedimentiert von Bewegungen. Also das ist so, und deswegen, also ich würde jetzt trotzdem mal bei dir anfangen, Maria, damit Ines vielleicht dann noch ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken. Genau, also welche Art der Organisierung brauchen wir? Also welche Voraussetzungen braucht es, um überhaupt solidarisch miteinander streiten zu können? Und dann in dem auch, weil oft wird es ja auch eben, es ist auch mit diesem Harmoniegedanken, ist das ja auch schon angesprochen worden, dass Streit und Solidarität oft so im Widerspruch auch verhandelt wird, also ob das irgendwie nicht zusammengehen könnte und vielleicht auch die Frage, wie das halt eben zusammengedacht werden kann. Genau. Das ist natürlich die schwierigste Frage, ist ja klar. Weil wir haben natürlich auch schon, wir haben ja viel Erfahrung, wir wissen ja, wie es gehen kann. Also ob das jetzt eine Stiftung ist oder Hochschulen sind die, oder alle möglichen Institutionen, die versuchen natürlich auch Menschen darauf auch vorzubereiten mit Argumentationstrainings und so weiter und so fort. Aber das Problem zum Beispiel bei Argumentationstraining ist, dass es so ein auswendig Lernen ist, wie reagiere ich auf ein Argument mit einem anderen Argument, was habe ich da für ein, und das kritische Denken wegfällt. Ne? Deswegen, ich bin ja sehr stark inspiriert von Gayatri Spivak und sie ist halt nach wie vor der Ansicht, dass es wichtig ist, dass die Menschen wirklich das auch die Möglichkeit bekommen, kritisch zu denken. Weil das kritische Denken führt dann auch dazu, dass wir bestimmte Dinge nicht einfach hinnimmt, sondern dann auch in den Streit geht. Und das ist eben so einfach gesagt, aber eben sehr schwierig getan. Aber wenn man sich die Arbeiterinnenbildung anguckt in dem 20. Jahrhundert, dann ist das schon verrückt, was alles verloren gegangen ist, was es heute nicht mehr gibt. Also, dass sie nicht mehr erreicht werden. Ja, ich habe das in meinen Seminaren, muss ich den Studierenden auch sagen, okay, wenn ihr das schwierig findet, das Kapital zu lesen, dann stimmt das auch. Aber es hat auch mal eine Zeit gegeben, dass Arbeiterinnen nach 12 Stunden Arbeit in den Fabriken zusammengekommen sind und das Kapital gelesen haben. Warum? Weil sie gesehen haben, dass das, dass sie dadurch verstehen, was Ausbeutung ist und dass das so, wie es jetzt ist, nicht so sein muss, sondern dass es anders sein kann. Und das hat so eine hohe Motivation dann auch mit sich gebracht, dass man sich dem auch gestellt hat. Und ich glaube, dass das jetzt mehr denn je, weil ich bin ja auch an einer Hochschule für soziale Arbeit, dieser Anti-Intellektualismus ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. So, und dass man dann das nicht mehr wirklich sich dem auch gestellt wird. Und ich glaube, es ist nicht möglich, einen guten Streit zu führen. Deswegen brauchen wir aber dann vielleicht auch diese Repräsentanten oder diese organischen Intellektuellen, die den führen können. Die müssen den aber auch führen. Und dafür müssen sie auf der einen Seite, wenn sie organische Intellektuelle tatsächlich sind, in Tuchfühlung sein mit den unterschiedlichen sozialen Gruppen. Sie müssen sie auch verstehen. Sie müssen im günstigsten Fall daraus hervorgehen und dann ihn dann auch führen. Und deswegen sagt Spivak, dass eigentlich eine Bildung immer, da geht es immer darum, auch das Begehren zu verändern, die Wünsche zu verändern. Was will ich eigentlich? Und nach wie vor ist es so, dass das, was im Neoliberalismus einfach passiert ist, ist eine Ablenkung dahin, mir persönlich muss es besser gehen. Ich muss ein bisschen was mehr verdienen und so weiter. Das ist tatsächlich, also da würde ich auch dieser Analyse folgen. Da ist was passiert, was Einschneidendes. Die Frage ist, wie können wir das verändern? Wie können wir, und da ist die Solidarität, wie können wir sozusagen Subjekte auch herstellen, die sehen, dass wenn ich nur um mein eigenes
also wenn es nur darum geht, dass ich ein besseres Leben führe, dass das dann im Endeffekt trotzdem gegen meine Interessen gehen kann. Ja, dass es wichtig ist, auch darüber hinauszugehen und nicht nur partikular zu denken. Und da bin ich zum Beispiel auch d'accord mit einer Kritik einer bestimmten Form von Identitätspolitik, die nicht mehr in der Lage ist oder auch kein Interesse mehr daran hat, in Bündnisse oder Allianzen zu arbeiten. Und das ist ein wirkliches Problem. Und dann aber auch, wenn dann Bündnisse da sind, muss nicht jeder Streit dann in die Zersplitterung führen. Ja? Also das haben das eben kurz so angesprochen, wie das jetzt aussieht in den letzten europäischen Wahlen und die immer weitere Zersplitterung, zum Beispiel auch von linken Parteien und auch Organisationen. Und wie kann das verändert werden? Und das geht, glaube ich, nur, wenn es auch so ein Verständnis davon geht, dass es nicht nur immer darum geht, was ich persönlich da im besten Weg finde, sondern eben das auch aushalten zu können. Und in dem Streit werden ja eigentlich neue Vorstellungen auch ermöglicht. Und das ist das, was ich ganz wichtig erachte. Wie können sozusagen ein anderes, das ist ja wieder die Hoffnung, ne? Wie kann sozusagen Baba sagt immer, how can newness enter the world? Ja, ne? Also wie kann wirklich was anderes gedacht werden, wo die Leute sagen, ja, das hatten wir schon, das hat ja eh nicht geklappt. So, aber auch nicht etwas, wo man sich zufrieden gibt mit dem, wie es so ist. Und ich glaube, also ich hege die Hoffnung, dass das da irgendwann mal wieder kippen wird. Dass es dann auch ein Gespür dafür gibt, dass dieses Partikulare und dieses sehr hochemotionalisierte, dass es im Endeffekt tatsächlich nicht nur nicht zur Revolution führt, sondern sogar in noch viel konservative oder faschistischere Verhältnisse, wie wir das ja jetzt auch schon sehen. Ines, hast du schon einen Ansatzpunkt, wie du darauf gern reagieren würdest? Weil sonst würde ich nur eine Frage nachschicken. Mhm. Weil eben in diesem Streit uns ja innerhalb von linken Bewegungen ganz arge Spannungsverhältnisse auf. Also es gibt ja das Konzept von Triggerpunkten. Also es gibt eben diese Themen, wo dann eben das dann nicht mehr so einfach wird, also miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau, und ist sehr emotionalisiert und aufgeladen und so. Und jetzt nochmal die Frage an dich, wie so eine solidarische Streitkultur aussehen könnte und wie wir als Linke vielleicht eine Streitkultur erlernen können, die halt eben nicht auf diese Spaltungskultur abzielt, also als Gegenpol, genau. Mhm. Ja. Und was für Organisierung es vielleicht auch braucht. Ganz einfach. Ja, ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in, wie geht man in der Streitkultur um, eben in der bürgerlichen Öffentlichkeit, die es ja auch immer noch gibt. Es gibt ja nicht nur linke Räume, aber eben auch diese linken Räume. Und da gibt es ein ganz schönes Zitat von einem Jacobin-Autor, der leider verstorben ist, der sich das Leben genommen hat, der hat immer gesagt, seid schonungslos zu Systemen, aber freundlich zu den Menschen. Und das ist eigentlich ein ganz guter Maßstab für alles, was man so tut. Michael Brooks heißt er. Und das fand ich erstmal so grundsätzlich, ist das, glaube ich, eine gute Leitlinie zu sagen, es gibt immer noch diese bürgerliche Öffentlichkeit, also in der bewegen wir uns ja auch selbstständig. Und wenn man Politik macht oder irgendwas macht oder an der Uni ist, dann bewegt man sich ja trotzdem mit Leuten, die anderer Meinung sind. Und ich glaube, da ist es sehr sinnvoll, nicht naiv oder nicht eben jammernd zu sein. Wir Linken werden so wenig gehört. Aber dabei haben wir doch so viel Richtiges zu sagen und wir haben sowieso immer recht. Das hilft, glaube ich, nicht so sehr, sondern die Spielräume, die es da gibt, in diesen auch Räumen zu nutzen und halt wirklich so bestmöglich zu nutzen und eben zu versuchen, nicht auf diese Triggerpunkte ständig reinzufallen oder über jedes rechte Stöckchen zu springen. Ich weiß, die Tendenz ist stark, auch in mir, aber dann trotzdem das Feld zu nutzen, um halt wieder andere Themen zu setzen oder eben andere Menschen dahin zu setzen und zu sagen, also wir stellen halt vielleicht eher eine Putzkraft wohin, weil sie Expertin ist für etwas, als halt die typischen, die immer nur reden, so zum Beispiel. Oder dass man eben auch, ist jetzt auch nicht so überraschend, dass ich das sage, als Chefredakteurin so, dass man linke Gegenöffentlichkeiten schafft, also sich eben nicht darüber zu beschweren,
dass wir nicht vorkommen in anderen Räumen, sondern dann muss man eben auch selber sich klar machen, dass man diese eigenen Räume schaffen muss. Also das muss jetzt nicht nur über eine Zeitung sein, sondern das kann ja wirklich über alle möglichen Kanäle sein, um sich klarzumachen, wir wollen eigentlich Menschen erreichen und von unseren Zielen überzeugen. Dafür reicht es nicht nur miteinander zu reden, untereinander, sondern wir müssen damit auch rausgehen, können das auch machen, selbstbewusst. Und dann muss man eben, darf man den Streit nicht meiden, da wo er vorkommt, und eben selber so eigene Formate zu entwickeln, ist, glaube ich, eine Möglichkeit, um diese Streitkultur selber zu etablieren, weil wir werden, wie gesagt, in diesen bürgerlichen Öffentlichkeiten, funktioniert es nach einer anderen Logik, bei der wir eigentlich nicht viel zu gewinnen haben. Aber man kann manchmal durch Glücksfälle, kann es funktionieren, also eben zum Beispiel bei Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ging es dann plötzlich viele Monate auch um Enteignen. Also da hat es dann geklappt, dass dann plötzlich alle über Vergesellschaftung sprechen, statt über ja, irgendwelchen anderen Quatsch, über den man sonst in der Stadt hätte reden können, wer wen heiratet oder was auch immer. Und das kann natürlich mal funktionieren, aber ist halt auch, war nur ein gewisses Zeitfenster. Und daran hat man eben auch wieder gesehen, das ist sehr fragil und kann sich eben auch schnell wieder ändern, weil wir nicht die politische Macht haben, auf Dauer über Vergesellschaftung zu sprechen, leider Gottes. Und das andere ist eben diese radikale Freundlichkeit oder der Umgang miteinander, wo man, glaube ich, wirklich lernen muss und sagen muss, es gibt auch diese Triggerpunkte unter Linken, natürlich, und man kann diese Widersprüche in der Welt eben auch nicht ausmerzen, indem man sie einfach nicht bespricht. Also es gab unterschiedliche Standpunkte und Meinungen in der Pandemie, genauso wie zum Krieg und zu anderen Punkten, wo uns allen klar ist, okay, da gibt es einfach widersprüchliche Meinungen auch. Und die muss man eben auch aushalten und eben auch austragen können. Und sich vielleicht auch nicht unbedingt einer Meinung sein. Also wir haben das in der Zeitung auch immer so praktiziert. Man muss eben da auch diese gegensätzlichen Meinungen drin haben können. Und gleichzeitig, und das würde ich auch immer noch mit Gramsci sagen, muss man eine gewisse Kohärenz anstreben. Also es geht auch nicht nur darum, alle Meinungen zuzulassen, weil schon der Anspruch sein müsste, okay, Leute sollen eigentlich in einem Streit einen kohärenten Standpunkt vertreten können und irgendwie sich aus diesem Wust an Informationen, die man bekommt, einen wirklich ja, aus dem Alltagsverstand kommen zu eben so einem gesunden Menschenverstand, wie Gramsci das nennt. Und das muss man eben, kann man eben nur tun, indem man das durcharbeitet und durchstreitet. Und das ist eben auch notwendig. Und daran würde ich auch festhalten. Also nicht einfach zu sagen, dann lassen wir einfach beliebig alles nebeneinander stehen, sondern sagen halt schon, wir setzen uns diesem Streit aus mit dem Ziel, aber doch irgendeine Form von Kohärenz zu haben, mit der wir dann in die Welt rausgehen können. Also das scheint mir schon immer noch wichtig zu sein und dabei aber gleichzeitig so ein untereinander so eine Umgangsform zu haben, die so eine Fehlerfreundlichkeit zulässt und zu sagen, ja, da gibt es dann Verletzungen und vielleicht wird auch mal geschrien, das können ja Linke auch ganz, ganz schlecht mit sowas umgehen, dass dann jemand hoch emotionalisiert ist, aber viele, also das kennt man ja auch, wenn es keine Kreise sind, wo jetzt nur Akademiker rumhängen, die werden dann laut oder pöbeln und damit muss man halt umgehen lernen und genauso zwischen Generationen, also ich habe das jetzt eben in der Partei dauernd, dass die Älteren ganz anders sprechen als die Jüngeren. Ich habe das immer unterschätzt und immer gesagt, ja, Generationenkonflikt ist Klassenkampf für Dumme. Stimmt nicht nur, weil man spricht tatsächlich anders. Also es gibt wirklich auch eine Form von Verletzung allein oder darüber, wie jemand spricht. Da haben wir noch gar nicht über das Thema geredet. Und das sind schon so Sachen, die jetzt auch in so innerlinken Kreisen schon wichtig sind, dass man das halt überbrückt und irgendwie auch Wege findet, da miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne sich eben, dass man sich am nächsten Tag dann noch angucken kann und dann eben auch zu sagen, wir als Genossinnen und Genossen können das tun, wir müssen ja nicht zusammen immer alle in Urlaub fahren oder zusammen kochen, sondern wir haben gemeinsam ein politisches Projekt und das ist eigentlich wichtiger als meine persönliche Befindlichkeit. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis oder eben dann auch zu sagen, wir wollen eigentlich rausgehen und die Menschen überzeugen und können vielleicht auch Widersprüche zwischen uns jetzt erstmal stehen lassen, weil das viel Wichtigere ist, organisierend in die Gesellschaft zu wirken. Also eben auch da sich nicht immer mit sich selbst zu beschäftigen, das kann ich bei der Linken wirklich so sagen. Es hilft sehr, eine politische Praxis zu finden, in der man versucht, andere zu überzeugen. Also bevor ich eben versuche, ganz, ganz lang
einen Konservativen zu überzeugen, was wahrscheinlich eh nicht klappen wird, weil er hat einfach einen anderen Standpunkt und dann, warum soll ich damit meine Zeit verschwenden? Ich könnte aber in der Zeit 10, 20 andere davon überzeugen, dass sie unterschreiben für irgendeine sinnvolle Petition oder für irgendwas Sinnvolles, dass sie mit zu uns kommen. Und das ist, glaube ich, auch so vom Ansatzpunkt her, man kann sich auch in so einem Streit verkämpfen, der einfach gar nichts bringt und da pragmatischer eher an einen tatsächlichen Machtaufbau zu denken, weil das ist eben auch das, was Anton Jäger im Prinzip sagt. Wir haben als Linke nicht mehr diese Macht, diesen hyperpolitischen Diskurs zu zerschlagen und deswegen sich davon zu lösen und zu sagen, man kommt aus diesem Strudel irgendwie auch nicht richtig raus. Aber wenn wir halt wieder ein gemeinsames kollektives, du nennst es Bündnisse, aber wenn man eben wieder so ein kollektives Agieren schafft, dann kann man auch, dann hat man auch wieder eine gewisse Stärke und ein gewisses Selbstbewusstsein, aus dieser Vereinzelung ja auch rauszukommen. Und da drin steckt, da gebe ich dir total recht, eine gewisse Romantisierung von Massenpolitik. Also das will ich schon auch sagen. Und Anton ist da auch sehr, sehr schwach, was die Alternativen angeht. Also das liefert das Buch wirklich gar nicht. Das muss man jetzt halt eben selber liefern. Also das ist irgendwie klar, dass er das gar nicht bringen kann, sondern dass sich das nur über die politische Praxis lösen lässt. Also das kann man auch nicht herbei theoretisieren, wie kann man jetzt irgendwie Machtaufbau, wie kann man es machen, sondern das muss man einfach umsetzen und dann mit den Menschen ins Gespräch gehen und halt merken, wo liegen eigentlich die Probleme und dann sich überlegen, okay, wie können wir das in den Raum bringen oder welche Hebel gibt es, um das tatsächlich umzusetzen. Und da hänge ich tatsächlich einfach auch eher an den Organisationen wie Parteien oder Gewerkschaften, weil sie eben Hebel sind, die auf Dauer diese politische Macht aufbauen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen der orthodoxe Weg, aber halt wirklich auch der nachhaltig Interessen organisieren kann. Maria, möchtest du dazu direkt oder... Oder soll man mal? Ich glaube, wir sind uns in vielen, ja, also vielleicht in 99% der Punkte ja auch einig. Ne? Die Frage halt, wie man das perspektiviert und was man jetzt so für den nächsten Schritt macht. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich auch schwierig und da haben wir, glaube ich, beide keine Antwort jetzt gegeben. Du jetzt zum Schluss gesagt hast, das finde ich halt wichtig, dass man muss in die Praxis gehen und dann immer in dem Moment lernen wir ja auch, was dann funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich glaube, aber man muss so ein paar prinzipielle Dinge klar haben, worum es eigentlich geht. Und das ist für mich zum Beispiel wirklich raus aus diesen Partikularen, ja, dass es nicht um mich persönlich dann geht. Deswegen halte ich zum Beispiel auch diesen Begriff von Klassismus. Ich finde den ganz daneben. Also ich kann damit nichts anfangen. Es gibt Klassenverhältnisse, es gibt Klassenkämpfe, damit kann ich was anfangen. Und da bin ich jetzt in einer anderen Position, als ich noch als Kind von einer Gastarbeiterfamilie war. Also es ist einfach, ich habe Erfahrungen, die kann ich berichten und so, aber da geht es dann nicht mehr drum, meiner Meinung nach, sondern es geht um was anderes. Und so ist es auch bei anderen Themen wie Migration oder feministischen Fragestellungen und so weiter. Also wie kann ich das, wie kann ich ein in die Debatte gehen, ohne dass es dann immer nur um mich geht? Und das ist etwas, glaube ich, wo viele das müssen es wirklich verlernen. Es geht nicht um sich. Politische Arbeit ist nicht etwas, wo es um dich geht, sondern geht um die Strukturen auch und es geht etwas darüber hinaus. Und Kollektive bilden, das klingt auch immer sehr romantisch und nice, aber es ist kompliziert. Das ist so wie, also ich meine, ich mag es eh nicht, das ganze Diversity-Zeug, aber auch selbst wenn ich das ernst nehmen würde, ist es verdammt anstrengend. Also wenn ich Leute habe, die eben Generationen anders sprechen, andere kulturelle Herkünfte, die sprechen auch anders, die sind auch anders verletzt von bestimmten Dingen, die können auch bestimmte Dinge nicht so ausdrücken, wie wir denken, es ausgedrückt werden müsste und so weiter. Und. Also es ist immer, wenn ich sozusagen, wie ich als Subjekt sozusagen hergestellt werde, welchen Raum ich betreten habe, ich lerne anderes. Und das ist schwierig. Und es ist auch schwierig auszuhalten, das nicht sofort immer da nur persönlich zu sehen. Ich habe auch wirklich Schwierigkeiten mit dem Begriff des Triggers, weil der kommt ja aus der Traumaforschung. Und ein Trigger kann ich nicht voraussehen.
Das kann das rote T-Shirt sein. Wenn ich vergewaltigt worden bin und die Person hat ein rotes T-Shirt getragen. Und deswegen nervt mich das immer mit diesen Triggerwarnungen und sagt, du kannst nicht davor warnen. Es ist viel eher, wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass etwas jemand tatsächlich triggert, wie mache ich das? Ne? Und bei den Themen ist es genauso. Sehr häufig werden wir einfach in den Sog reingegeben. Und es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir stärker, wenn es sowas wie eine Linke gibt, selbst wenn es unterschiedliche Linke gibt, dass die Themen gesetzt werden von uns und nicht immer nur so eine Reaktion stattfinden. Und das ist nicht so einfach, aber es ist möglich. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube, ich würde eine kurze Frage dranhängen, bevor wir ins Publikum gehen, weil ich glaube, ihr habt so viele spannende Anknüpfungspunkte gesetzt. Aber jetzt, weil mir das irgendwie noch mal sehr berührt hat, der letzte Punkt, und auf eine Ebene kommt, wo irgendwie das Persönliche mit dem Kollektiven so ein bisschen zusammenfällt. Wenn du sagst, es geht um den Umgang mit diesen Verletzungen in den Kollektiven, was sind eure Erfahrungen aus der Praxis? Also was sagt ihr, was habt ihr da gelernt, was es braucht, um diese Dinge auszuhalten? Weil oft ist es ja dann auch so, wenn diese Verletzungen in einem Machtverhältnis irgendwie dann auch noch passieren oder so, der ältere weise Mann ist sexistisch zu der jüngeren migrantischen Genossin oder so. Und ja, wie funktioniert Aushalten in so einem Kontext? Also erwarten uns keine Lösung, aber ich, an dem Punkt wird es halt meiner Meinung nach interessant und spannend aus einer Erfahrung von Kognition. Aber das ist wirklich tatsächlich, also das ist wirklich so, wie du es gelernt hast. Also für mich aus wirklich proletarischen Verhältnissen war es richtig, richtig schwierig zu merken, als ich an die Hochschule gekommen bin, scheiße, die Leute begegnen dir und die machen etwas, was dich verletzt. Und du kannst nicht Arschloch sagen. Ja, nicht ohne. Das hat Folgen dann. Ne? Und die machen das aber. Die sagen die ganze Zeit zu dir Arschloch, aber sagen es nicht. Also, und das zu lernen, also was das für eine andere Möglichkeit gibt, auch zu verletzen. Aber das Positive daran ist, wenn jemand mich anschreit oder wenn jemand anfängt im Seminar zu weinen, da breche ich jetzt nicht zusammen. Dann denke ich, ja gut, okay. Also dann müssen wir jetzt mal gucken, worum geht es denn jetzt? Und dann kann man das, während es natürlich in so einer bürgerlichen Öffentlichkeit, weil das so tabuisiert ist, das sofort zum Wegnicken dann häufig führt. Und also das heißt, bestimmte Dinge habe ich aus meiner eigenen Geschichte und Erfahrungswelten gelernt, da kann ich mit umgehen, und andere nicht. Und das musste ich lernen, weil das auch wichtig ist. Es ist auch wichtig, nicht immer zu sagen, fuck you, sondern dass man auch mal sagt, ja gut, okay. So, und dann eben sucht man sich Allianzen und bei den nächsten Sitzungen geht man dann eben so zusammen dann vor und muss nicht sofort auf den Tisch schlagen, man muss auch nicht Türen knallen, so. Also das ist wichtig, dass das auch gelernt wird. Und ich glaube, das ist, wenn wir da von dem Lernen dann sprechen und dem Verlernen, glaube ich, ist das schon etwas, was Teil dessen muss. Und Argumentationstraining ist bürgerliche Gesellschaft. Da wird nicht gelernt, wie ich das dann aushalte. Und auch wenn ich dann immer sage, man muss nett zueinander sein, ich sage das auch immer. Ne? Also ich würde dem absolut zustimmen, das Zitat finde ich super. Aber das darf nicht dazu führen, dass die ausgegrenzt werden, die das nicht können. Also die dann eben auch pöbeln. So, weil da muss man so mit umgehen. Also ich lebe ja in Berlin, in Neukölln, und irgendwann mal haben irgendwelche Jugendliche uns was auf den Kopf geworfen, und meine Partnerin, die aus eher bürgerlichen Verhältnissen kommt, die hat sich dann umgedreht und gesagt, das finde ich jetzt nicht gut von dir. Und da habe ich gesagt, okay, gehen wir mal weiter, weil das hat jetzt wirklich keinen Sinn, das jetzt hier so zu führen. So, genau, und weil ich jetzt nicht eine andere Debatte will, aber ich wäre schon hochgegangen und hat gesagt, was ist los? Ne? So. Ich glaube auch, dass das auch zu was, weil die haben ja nur gelacht, das bringt ja nichts. Und das kann man als Metapher nehmen. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, wie wir jetzt da jugendliche Disziplinen, aber als Metapher, dass wir gucken müssen, in welchem Kontext bin ich
Und da geht es auch um Sprache. Welche Sprache spreche ich dann? Wie spreche ich, wie adressiere ich die Leute? Ich kann ja jemanden total verletzen, indem ich einfach so eine akademische Sprache dann als Waffe nutze. Ja? Und wir tun das ja häufig, ohne das zu merken, weil das eben das ist, wie wir das dann auch gelernt haben, in bestimmten Kontexten dann umzugehen. In der Politik ist es aber meiner Meinung nach richtig fatal. Also wenn wir nicht wissen, wie wir bestimmten Gruppen auch mit denen umgehen und die adressieren. Das hatten wir auch im Wahlkampf in den USA. Also wenn man natürlich dann die Leute, die dann Trump wählen, mit absolut verachtenden Eigenschaften, also so beschreibt, also richtig verachtend beschreibt, dann ist es natürlich total kontraproduktiv. Weil die werden sich dann da überzeugt fühlen. Und wenn man das nicht tut, und ich finde, das hat zum Beispiel ein bisschen geklappt mit Sumar in Spanien. Die haben versucht, bestimmte andere gesellschaftliche Zielgruppen auch zu gewinnen, indem sie versucht haben, ein bisschen mehr auch mit den Sprachen und den Themen auch da dran zu gehen. So, aber ja. Ja, also ich kann dir eigentlich nur da zustimmen, dass man bestimmte Umgangsformen ja erstmal erlernen muss, wenn man sie selber nicht so kennt oder dass man sich auch daran gewöhnen muss. Und das passt eigentlich zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich auch erst oder dass jeder wahrscheinlich für sich dann auch so lernen muss, in so einem politischen Raum mit politischen Gegnern anders umzugehen oder weniger Angriffsfläche zu bieten. Halt vielleicht insbesondere als Frau oder eben, also egal wie auch immer, welche Merkmale, dass man das halt nicht so nah an sich ranlässt, einfach weil man sonst nicht mehr bestehen kann. Also wenn man sonst das tun würde und da sehr viel zulässt, sehr viel Raum gibt, dann nutzen das natürlich politische Gegner sofort aus. Aber das würde ich eben nicht übertragen auf eigentlich unsere eigenen Räume, wo man das schon durchaus zulassen sollte, dass es da Gefühle gibt oder eben, dass es auch viele gibt, die da unterschiedlich mit umgehen. Also das muss, glaube ich, dann schon auch ein Thema sein. Und ich habe jetzt eben auch nochmal gedacht, das ist aber eine ganz andere Assoziation, aber eben passiert auch, dass wenn auch Linke sich trennen, also eben das, weil wir das jetzt ja auch gerade hatten in der deutschen Linken und viele Freundinnen und Genossinnen von mir jetzt in einer anderen Partei sind. Und das ist natürlich irgendwie schlimm. Also es wäre jetzt auch wenn ich das inhaltlich zutiefst falsch finde, sind es meine Genossinnen. Und das kann man auch, den Schmerz muss man auch einmal durchstehen und irgendwie sich klar machen. Also ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt keine Depression oder so, aber natürlich schon so, dass man durch so ein Tal geht und sich fragt, was ist da passiert? Und aber gleichzeitig eben auch sieht, ich kann die als Menschen weiterhin irgendwie wertschätzen oder so, aber wir sind uns wirklich einfach an den Widersprüchen, die es da gab, zerschellt. Und das ist das ist dann einfach so und ist aber eben trotzdem eine Verletzung nochmal anderer Art. Also ist total anderer Art, als wenn ich jetzt mit einem Universitätsprofessor aneinander gerate. Aber wenn sich Genossinnen trennen, ist das halt was anderes. Und sowas gibt es ja aber eben auch immer, die Geschichte linker Bewegung ist davon ja auch gekennzeichnet. Und das zuzulassen und dann eben auch zu sagen, das ist nochmal eine ganz andere Form von Streit, die wir da geführt haben. Also wirklich auf einer ganz, ganz anderen, viel, viel tiefer liegenden Ebene, als wenn ich mich halt mit einem von der FDP streite. Also das nimmt mich gefühlsmäßig gar nicht mit. Aber mit den eigenen Leuten ist es natürlich ganz woanders. Und das muss man dann auch so akzeptieren, dass das eben ja viel länger und tiefergehender ist, als man jetzt vielleicht sich so wünschen würde. Okay, der Markus wird jetzt einmal ins Publikum geschickt mit einem Funkmikro. Und ich würde sagen, an dem Punkt öffnen wir mal die Diskussion ans Publikum. Herzliche Einladung, Fragen zu stellen. Hat sie bei euch irgendwas aufgetan? Ist jetzt über viele verschiedene, es gibt viele verschiedene Ansatzpunkte, aber genau, gibt es da gerade was? Vielleicht auch von Personen, die organisiert sind und die Struggles kennen. Wir können auch noch ein bisschen warten, wenn ihr nur eure Gedanken ordnen wollt. Ihr wolltet schon ins Forum zurückgehen.
Nachfragen, nämlich es war so die Frage Streit und Solidarität und entweder ist das für mich nicht so ganz rausgekommen oder würde ich da einfach nochmal nachfragen wollen, nämlich auch im Hinblick auf die Kritik an Klassismus und diese Frage des Aushaltens, das fand ich auch einen sehr inspirierenden Gedanken oder für mich persönlich oder in den Dingen, die ich drin hänge, ganz wichtig und auch die Frage der Machtverhältnisse, weil dann wird es für mich in Bezug auf den Begriff der Solidarität schon schwierig, weil zumindest ich komme aus so einem kulturpolitischen Background, wo ich irgendwie drinnen bin, in so einer Interessensvertretung und mir fällt da oft auf, dass der Begriff der Solidarität schnell mal wo fällt, auch vielleicht auch so in so linken Zusammenhängen, aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen das Verständnis von, zumindest so aus meinem Gedanken heraus, dass es ja da auch es geht ja auch ums Abgeben von etwas, also Abgeben von einem Privileg oder irgendwo auch was hingeben, was man, also das ist ja nicht, also Solidarität wird manchmal so als Netzwerken verstanden und das gefällt mir dann gar nicht. Ja, also da würde ich gerne nochmal, also wie kann man in verschiedenen Klassenverhältnissen und verschiedenen Machtverhältnissen einerseits irgendwie so dieses Aushalten und dann gleichzeitig irgendwie auch so diese Solidarität und da den Streit zusammen. Also es ist in meinem Kopf jetzt noch nicht ganz geordnet, aber vielleicht ja. Wollt ihr beide Fragen sammeln oder würdet ihr gerne so einzeln beantworten? Was wäre der angenehme Modus für euch? Ja, okay, dann sammeln wir. Gibt es noch Fragen? Hat sich. Ja. Na. Also hat sie noch irgendwas am aufgetan? Okay, gut. Herr Robert. Ja, also vielleicht nur zwischen Ines und Maria in der Diskussion, auch in der Einschätzung von Hyperpolitik. Und da gibt es dieses alte kommunistische Bild von Ebbe und Flut revolutionärer Bewegungen. Und ich glaube, dass man da vielleicht auch anknüpfen kann und damit ja zur Frage der Organisation kommt. Also es gibt eben Aufs und Abs, es gibt Phasen, wo eben sehr viel in Bewegung ist und dann gibt es eben Phasen, wo wenig in Bewegung ist, was ja auch sozusagen ganz selbstverständlich der natürliche Lauf der Dinge ist. Und dann kommen wir eben auch zur Frage der Organisation, wer kann diese Erfahrung aus den Kämpfen mitnehmen, wer kann sie speichern, wer kann sie weiterverarbeiten, wer kann sie auch weiterreichen von einer Generation zur anderen, ist vielleicht jetzt groß gesagt, aber sozusagen auch über Jahre speichern und dann auch wieder abrufen und sozusagen dann kollektiv zugänglich zu machen. Und das ist vielleicht auch in der Frage zwischen, also weil ihr es auch in Form von Black Lives Matter diskutiert habt. Also da ist natürlich eben, Anton Jäger beschreibt es ja, glaube ich, als eine der größten sozialen Bewegungen weltweit, die es jemals gegeben hat. Und wirft dann aber die Frage auf, was hat sich dadurch konkret geändert? Und natürlich haben sich dadurch viele Dinge, sind anders diskutiert worden und sind wo eingeflossen und haben Menschen auch Selbstvertrauen gegeben etc., die dann wiederum anderes gemacht haben. Aber dann kommt eben so die Frage auf, okay, und wer kann es weiter organisieren und wer kann es so weitertragen, dass man eben dann letztendlich auch Machtverhältnisse verändern kann? Also vielleicht das nur so als Gedanke dazu. Und der andere Gedanke zur Streitkultur ist natürlich auch der, also wie wichtig Dialektik in der Streitkultur ist, also eben zwischen These und Antithese und die Synthese zu finden. Und das ist aus meiner Sicht in vielen linken Debatten oft eben nicht der Fall, oder nicht nur in linken Debatten, sondern insgesamt in gesellschaftlichen Debatten, dass man eben so lang aneinander rennt, sozusagen das
beide zu Schaden kommen und überhaupt nichts Neues oder Neues Produktives entsteht und dass eben sozusagen die Frage ist, okay, wie kann man die Synthese herstellen? Und das ist etwas, weil die Frage war, wie dann die Erfahrungen innerorganisatorisch, die glaube ich auch wichtig sind für linke Bewegungen oder Parteien, auch dass man intern diese Fragen diskutiert und nicht mit jeder Frage vor die gesamte Öffentlichkeit rennt, bis man sich nicht selbst einmal einig ist, auch in der Analyse, um dann eben aus These und Antithese idealerweise eine Synthese zu kreieren. Auf welche der beiden Fragen würdet ihr gern zuerst eingehen? Also zum einen haben wir eben die Frage von Klassismus und Machtverhältnissen, genau, und Streit und Solidarität. Ja, das waren die Schlagwörter. Mhm. Genau. Und die letzte hat der Robert jetzt eher ausgeführt. Mhm. Wer möchte anfangen? Die hängen ein bisschen zusammen, die Fragen, ne, die gestellt worden sind. Also ein Gespräch oder über die Bedeutsamkeit von Streit und Streitkultur, die Machtverhältnisse ausklammert, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also das ist total wichtig. Allerdings bin ich jetzt nicht der Meinung, dass wir mit Privilegien so umgehen, dass wir sie abgeben, sondern dass wir sie nutzen. Weil die meisten Privilegien können wir nicht einfach abgeben. Das wird auch nicht passieren und das führt dann sehr häufig auch zu sehr schwierigen Verhältnissen auch, wenn das immer als erstes gefordert wird, du musst deine Privilegien abgeben. Ich finde, man muss die Privilegien eben nutzen und vor allen Dingen erstmal sichtbar machen. Wenn sie dann sichtbar sind, dann kann man gucken, wie man sie nutzt und eben nicht ausnutzt. Also das funktioniert dann viel besser. Und Solidarität muss aber auch was aushalten können. Also Solidarität ist eben nichts, dass ich alles hinnehme. Ich zum Beispiel sage sehr häufig dann auch, es ist schwierig auszuhalten, aber es gibt rechte Migrantinnen. Die gibt es. Und das sind nicht meine Bündnispartnerinnen. Und trotzdem muss ich praktisch darüber hinaus mich für eine vernünftige, menschliche, wie auch immer, gute, whatever, Migrationspolitik einsetzen, wo es nicht darum geht, welche ideologischen Ideen die Menschen haben, sondern es auch ein Recht geben muss auf Migration. Aber das bedeutet nicht, dass ich sozusagen auf einer anderen Ebene mich mit allen solidarisch erkläre. Das sind dann auch nicht meine Bündnispartner. Ne? Es gibt auch Menschen, die flüchten, weil sie Rechte waren in ihren Ländern und dann flüchten müssen. So. Also das muss man, glaube ich, auch dann mitdenken. Mit der Synthese bin ich nicht so einverstanden, weil ich denke, erstens glaube ich nicht, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir zum Beispiel innerhalb der Linken uns einig sind und dann gehen wir an die Öffentlichkeit. Dieser Punkt wird nicht passieren. It's not happening. So, sondern wir müssen sozusagen in der Lage sein, das so zu vermitteln, dass man sagt, dass man im Kern hat man da, geht man in dieselbe Richtung, aber wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das zum Beispiel umgesetzt werden kann oder auch unterschiedliche Ansichten. Und das ist das Allerschwierigste, weil immer so getan wird, wir sind uns da immer einig und dann geht man mit an die Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit macht einen dann darauf aufmerksam, dass das nicht der Fall ist und zeigt das dann auf und dann hat man Vermittlungsschwierigkeiten. Ja, und dann gibt es immer wieder diesen Fallout und das ist vielleicht die falsche Prämisse, dass wir eben immer da so eine Synthese haben müssen. Nee, das ist Dialektik, aber vielleicht hilft manchmal Dekonstruktion besser. Also, dass wir dann sagen, es gibt Widersprüche, die lassen sich nicht auflösen, so einfach. Ja, und dann kann man die sichtbar machen und damit trotzdem agieren. Also man kann trotzdem innerhalb dieser Widersprüche dann agieren, ohne dann eben in die Synthese zu gehen, weil
meistens ist es dann so, dass es dann, was als Synthese propagiert wird, ist die Vorstellung, die eine machtvolle Gruppe innerhalb auch dann zum Beispiel der Linke durchgesetzt hat. Und dann ist es mir lieber, dass man sagt, okay, es gibt unterschiedliche Positionen, je nachdem auch, was die Leute, in welchen Verhältnissen die auch leben. Die Frage zu Klassismus war jetzt, also die Kritik am Klassismus, dass ich das nochmal erläutere, oder? Nee, das passt so mit, da ging es um diese Machtverhältnisse im Zusammenhang, ja, mit Privilegien und Solidarität. Für mich ist es beantwortet. Ja, genau. Weil Klassismus, das wird einfach zu so einer Identitätsfrage, und das finde ich, das hat viel mehr, glaube ich, kaputt gemacht, als produktiv war, finde ich. Also einige Sachen sind auch wichtig da drin, also dass man auch sieht, was sind das für Erfahrungen und was bedeutet das auch. Aber eigentlich ist es dann auch ein Abweichen von oder Ablenken von dem, worum geht es eigentlich? Ja, worum geht es eigentlich? Also wenn wir jetzt über Armut, Arbeit, Wohnung und so sprechen, dann geht es jetzt nicht darum, dass ich als Kind nicht wusste, wie man Messer und Gabel isst. So, polemisch gesprochen. Würdest du da gerne drauf Bezug nehmen? Ja, ich würde das vielleicht anders formulieren, aber im Grunde eigentlich genauso sehen. Also das macht ja auch den Unterschied aus, eben ob man nur für sich eben alleine einsteht oder seine eigene Herkunft irgendwie bestätigt oder irgendwie weiterträgt, sondern eben das von diesem Einzelinteresse dann wirklich zu diesem Partikularinteresse, was du gesagt hast, zu diesem Kollektivinteresse kommt oder eben auch zu so einem Universalanspruch. Also eben, also Solidarität würde ich dann eben wirklich auch damit zu übersetzen, zu sagen, kann man sich bedingungslos für jemanden einsetzen, auch wenn er oder sie jetzt gar nicht meine Meinung vertritt oder eben sogar wirklich das Gegenteil vertritt, aber ich habe einfach den universalen Anspruch, dass es eine gerechte Migrationspolitik gibt, egal wer da kommt, und dafür setzen wir uns erstmal ein, egal ob wir die Menschen mögen oder wie auch immer, unter welchen, wie sie kommen. Und das ist, glaube ich, dieses bedingungslose sich für jemanden einsetzen. Bei Bernie Sanders war das ganz nett, in seiner Kampagne war das so ein bisschen übersetzt da drin, mach Politik für jemanden, den du eigentlich nicht kennst. Also du musst schon den Anspruch haben, deine Forderungen oder das, wofür wir einstehen müssen, eigentlich für alle gelten können. So, das ist schon, und das finde ich so als diese Art von Maxime schon immer noch richtig, aber der Knackpunkt ist natürlich dann die solidarische Praxis oder das, wie es dann real aussieht, weil dann kommen eben die Konflikte, dann kommt das dann doch, dann spielt es eben doch wieder eine Rolle, wo die Leute herkommen oder wie sie sich benehmen und so weiter. Und da so eine gewisse Sensibilität herauszubilden und eben zu sagen, ich abstrahiere auch von meiner eigenen Herkunft, aber sie spielt natürlich immer noch eine Rolle und sie könnte natürlich auch sie könnte auch gut genutzt werden. Also man kann sie ja auch positiv einsetzen, eben um zu sagen, ich kann dann mit bestimmten Gruppen einfach besser sprechen als vielleicht mit anderen. Und das kann man ja auch, also man muss das ja nicht verschweigen, dass es da Unterschiede gibt. Die Debatte zu Privilegien teile ich aber genau das, was du sagst. Das hat eher immer so was negativ konnotiertes. Man muss sich schämen dafür, dass man Privilegien hat. Aber dann redet man doch nur wieder über die Privilegien und nicht über die gemeinsamen Interessen. Und das ist so ein Ablenkungsmanöver. Also natürlich gibt es sie und sie werden auf jeden Fall immer strukturieren, wie wir miteinander umgehen. Aber sich darauf so die ganze Zeit zu fokussieren, ist, glaube ich, kontraproduktiv. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und zu der Frage von Dialektik oder Synthese, also ich habe das ja Kohärenz genannt und ich würde auch, glaube ich, bei dem Begriff bleiben, weil ich auch eben sagen würde, dass manche widersprüchliche Positionen, wo auch einfach beides richtig sein kann, sich nicht auflösen lassen, aber an dieser Kohärenz zu arbeiten, also in die Nähe einer Synthese zu kommen, ist auf jeden Fall das Ziel, aber es ist eben immer nur auch so Kohärenz auf Zeit, also was man vielleicht so, oder was du vielleicht im Kopf hattest, dass man auch mal ein Programm, also dass man es auch einfach mal festhält als Position, die man nach außen vertreten kann, ist schon wichtig, also damit man eben auch anderen Menschen eine Orientierung gibt. Also das meinte ich mit dem Punkt, wenn wir einfach alles nebeneinander stehen lassen, dann weiß niemand mehr, worum es geht. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen eigentlich diese Form von Orientierung auch brauchen, aber sie kann eben nicht so einfach autoritär oder lange gesetzt sein, sondern sie muss eben auch immer wieder neu geschrieben sein, und deswegen finde ich diese Form von
Kohärenz, wie sie halt durch Auseinandersetzung, also permanente Auseinandersetzung stattfindet, eigentlich einen ganz schönen Begriff von Gramsci, weil er eben sagt, dass dann dieses sehr widersprüchliche Alltagsverstand geht dann eben über in diesen gesunden Menschenverstand oder wie man immer das eben auch nennen will, und dass das dann auch gegossen ist in Texten oder eben in Dinge, die man jetzt erstmal eine Zeit lang so sieht, ist auch, gibt einem, glaube ich, total viel Sicherheit. Ob das aber immer eine Synthese ist, weiß ich auch nicht. Oder ob das erstrebenswert ist, weiß ich auch nicht, weil aber ich glaube auch, dass zur Organisation, das dazu zu sagen, gehört auf jeden Fall, das einmal festzulegen für einen bestimmten Zeitraum. Und das ist wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen politischen Organisationen, die so langhaltig und auch aus einer gewissen Geschichte heraus ihre Programme oder ihre Texte schreiben, eben im Verhältnis zu Bewegungen. Das, was Anton Jäger sagt, das ist eben sehr viel fluider und kann eben auch wieder vergehen. Und das macht es zwar manchmal aufbrausend, aber es kann eben auch genauso schnell wieder vergehen und hat dann halt nicht diesen langfristigen Effekt. Deswegen halt diese dauerhafte Kohärenz. Ja. Okay, ich habe jetzt einmal schon auf die Uhr geschaut und das ist schon bei 1,5 Stunden, das ist gut. Es hat viel zum Sagen gegeben. Und würde jetzt noch, also ich würde jetzt den Vorschlag machen, ich frage jetzt nur einmal ins Publikum, ob ihr Fragen habt oder ob ihr schon sehr durch seid im Kopf. Genau. Ja, da hinten ist eine Frage. Und dann würde ich vielleicht noch abschließend eine nachschicken. Danke. Ich hätte eigentlich eine Frage und einen Kommentar eher. Ich möchte nochmal zurückgehen zum Beginn. Ich glaube, ich habe nicht ganz eigentlich den Unterschied verstanden, den ihr sie gemacht habt zwischen dem Streit sozusagen und dem liberalen Diskurs. Weil auch beim Streit sozusagen war ja dann eigentlich die Idee dahinter, was mir sehr gut gefallen hat, die Vorteile im solidarischen Handeln dann eigentlich auch bekannt zu machen oder zu, also das Ziel wäre, dass man auch die Vorteile im solidarischen Handeln sieht und dort durch Streit hinzukommen. Also das ist eigentlich eine Frage, was ist beim liberalen Diskurs sozusagen anders oder was steht da dahinter eigentlich zwischen der Idee des liberalen Diskurses und des Streits? Das ist die eine Frage, und das andere ist, ich merke, dass ich mich nicht ganz konzentrieren kann, weil ich an dem noch stecken geblieben bin, mit dieser Aussage, dass der Streit mit dem anderen, sozusagen mit denen, die andere Meinung haben, nichts bringt, weil ich glaube, genau das ist eigentlich der wichtige Streit. Und es ist auch nicht so, dass das immer die Personen sind, die emotional mir nicht nahestehen. Es geht ja durch die ganzen Familien. Also mit meinem Bruder, mit meiner Schwägerin müsste ich streiten und möchte oft nicht, weil es eben emotional zu belastend ist. Aber gerade dort wäre es sinnvoll zu streiten, weil eben gerade durch die Emotionen eigentlich am meisten Gehör geschaffen werden kann. Oder mit den Nachbarinnen und Nachbarn sollte ich streiten im positiven Sinne, um irgendwie, ja, um über Dinge reden zu können und ins Gespräch zu kommen. Also da würde ich gern widersprechen eigentlich. Zweites Mal, darf man zweites Mal? Ja, zweites Mal. Okay, Glück gehabt. Nein, ich wollte nur ganz kurz zu dem mit der Synthese, weil das natürlich vorher sehr, sehr abstrakt war, um es vielleicht im Konkreten nochmal runterzubringen. Und ich habe es auch bezogen darauf, wie kann auch eine Linke heute Fuß fassen, politisch in der Gesellschaft, ohne auch sozusagen als Anhängsel des herrschenden Blocks wahrgenommen zu werden. Also das war so ein Gedanke, und sozusagen das, was mir auch im Kopf herumgeschwebt ist, ist sozusagen auch die Debatte, die es etwa im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie gegeben hat und wo es ja in Österreich dann auch etwa die Positionierung der Impfpflicht gegeben hat, seitens der Bundesregierung, eigentlich seitens aller Parteien dafür, unterstützt von den Massenmedien, und eine Partei, die dagegen war, das war die FPÖ, die natürlich sozusagen insgesamt die Impfung und so weiter abgelehnt hat, und dann auch die Fragestellung, okay, wie kann man sich als Linke hier zwischen diesen beiden Extrempolen positionieren, und wie kann man auch sozusagen einen eigenen
eigenen Punkt zu machen und eine eigene vorwärtsweisende Position zu finden, die sich eben dann darin ausgedrückt hat, man ist klarerweise für die Impfung, man organisiert Impfungen gerade auch dort, wo Menschen sind, die, also wo Vertrauensarbeit aus vielerlei Gründen geleistet werden muss. Man spricht sie aber eben auch gegen die Impfpflicht aus, also das sozusagen als Bereich dafür. Da kann man nur ganz viele in ganz konkreten nennen, dann ist es ein bisschen weniger abstrakt und vielleicht nachvollziehbarer, was gemeint war. Ja, vielleicht würde ich dann aber auf die andere Frage noch kurz eingehen. Also ich meinte, das war glaube ich auf das bezogen, was ich gesagt habe, dass man dass Streit nichts bringt. Ich meinte, dass das jetzt wirklich sehr wahrscheinlich, ich komme aus dem Wahlkampf, deswegen bin ich so ein bisschen, ich meinte jetzt dezidiert mit dem politischen Gegner, der eindeutig einen anderen Klassenstandpunkt vertritt. Also mit einem FDP-Politiker oder halt was weiß ich, FPÖ-Politiker streite ich nicht mit dem Ziel, den wirklich zu überzeugen, sondern weil ich eben, das ist ein kleines Theaterstück oder im Parlament, das ist halt der offene Streit, aber er führt offensichtlich nicht dazu, dass wir danach zu einer gemeinsamen Meinung kommen oder so, sondern ich würde sagen, das ist halt wirklich so eine Art Stück, das man vollzieht, aber das, was du gemeint hast mit den Familienmitgliedern oder Nachbarinnen, würde ich auch total, das lohnt sich auf jeden Fall sehr, also da mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, überhaupt das Linke wieder mehr lernen, mit den Menschen zu reden, das ja klingt ein bisschen banal, aber ist, glaube ich, total wichtig, also dass man die eigene Nachbarin überzeugen kann, ist eben viel, viel wichtiger, glaube ich, als jetzt halt eben im Parlament oder irgendwo jemanden, wo man weiß, da ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu holen. Das meinte ich hauptsächlich damit. Also der Streit lohnt sich in jedem Fall und die Auseinandersetzung, auch wenn sie eben schmerzhaft ist, wahrscheinlich bei Familienmitgliedern ist das nochmal was anderes. Aber halt in meinem Kopf war sehr diese politische Auseinandersetzung auf so einer Ebene, wo man eben schon weiß, diese Form von Klassenkampf von oben wird eigentlich permanent betrieben. Und das ist eigentlich auch die Antwort auf die andere Frage mit dem liberalen Diskurs. Also ich würde eben schon sagen, und das ist das, was man eben vielleicht so als jetzt hegemonialer Block oder halt dieser andere Block, den würde ich halt als sehr zentristisch oder bürgerlich bezeichnen, wo ganz viele andere Parteien im Grunde eine Meinung haben. Und innerhalb dieses Rahmens spielt sich dann der Diskurs ab. Und da gibt es eben diese liberale Sehnsucht danach, dass wir doch einfach miteinander sprechen können. Und dann finden wir aber gemeinsam, gemeinsame Formulierungen, auf die sich alle einigen können oder halt Forderungen oder so einen Minimalkonsens, den man halt nehmen kann. So funktioniert dieser politische Apparat und so funktioniert eben auch bürgerliche Öffentlichkeit. Also das, was mich dazu gebracht hat, diesen Titel zu verwenden, war halt ein offener Brief von Intellektuellen, die halt gesagt haben, und wir streiten uns so viel und es ist alles so viel Hass in den Medien, können wir nicht einfach wieder nett miteinander umgehen? Und ich verstehe natürlich diesen Impuls zu sagen, können wir nicht einfach alle nett miteinander umgehen, aber würde eben sagen, dass es diesen Hass im Netz gibt, ist davon getrieben, dass es so verschiedene Interessen gibt. Das wird von manchen gewollt und gepusht. Also das wird einfach auch von rechten Netzwerken regelrecht reingegeben. Das ist nichts, was man durch einen offenen Brief lösen kann, magischerweise, weil das sind einfach Leute, die wollen das nicht. Also Steve Bannon hat gesagt, einfach Scheiße auskippen auf der Straße. Das ist die Strategie. Das ist die politische Strategie von Leuten, dass sie diesen guten Diskurs gar nicht haben wollen. Und dagegen bringt es eben gar nichts zu sagen. Und dieser liberale Diskurs, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen, hat so eine gewisse Spezifik da drin, auch vorzugeben, neutral zu sein oder ideologiefrei zu sein. Und das ist eigentlich immer die schlimmste Ideologie, weil sie eben so sagt, wir haben aber mit diesem irgendwie was, Klassenkampf und Rassismus, alles was ihr macht, gar nichts zu tun, sondern wir sind eben nur daran interessiert, dass hier Politik funktioniert oder so. Also dafür steht halt jemand dann wie Olaf Scholz so einfach. Wir machen das immer gut und vernünftig und damit kannst du alles einschmelzen, was jemals an Konflikt in der Gesellschaft war. Also man versucht eben so, das als das darzustellen, was in der Mitte der Gesellschaft ist und worauf sich alle einigen können. Und das ist aber eigentlich immer noch Teil dieses hegemonialen Blocks, der halt dann doch einfach eine herrschende Politik ist und eben auch herrschende Meinung. Und wenn man eben dagegen dann was sagt, dann wird man halt oft so als so Aussätzige behandelt und sagt dann so, okay, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist ja zum Beispiel für
weiß ich nicht, höhere Besteuerung von Vermögen, aber es findet ja nicht statt, weil weder die zentristischen Parteien wollen das noch rechte Parteien sowieso nicht. Und wenn wir das sagen, klingen wir, als wären wir die komplett verrückt, aber eigentlich wollen das 80% der Bevölkerung. Und das ist dann dieser Gap zwischen liberalem Diskurs, der aber gar nichts mehr zu tun hat eigentlich mit dem, was ganz, ganz viele Menschen denken. Das vielleicht nochmal so als Erklärung dazu. Ja, als Ergänzung, der Liberaldiskurs erarbeitet immer so ein bisschen so tun, als ob. Wir tun so, als könnten wir einen Konsens finden oder das ist möglich. Aber Olaf Scholz ist ein schlechtes Beispiel, weil der so unbeliebt ist. Ja, also ich meine, das ist ganz interessant, weil das ist wirklich seine Taktik, ist so zu tun, ich versuche jetzt hier wirklich alle mitzunehmen und ich mache wirklich so eine, wie du es bezeichnest, zentristische Politik und es voll backfired. Also es ist der unbeliebteste Kanzler aller Zeiten. Also Merkel war viel, viel beliebter. Ja, Merkel ist vielleicht besser als Beispiel. Ja, so, und Merkel ist dafür eben, genau, ein sehr gutes Beispiel. Und da müsste man aber gucken, was hat da jetzt eigentlich nicht funktioniert, außer dass er langweilig ist. Also was hat er für eine Politik gemacht, die die Leute so verärgert, obwohl er eigentlich versucht, genau das eben zu machen, im Namen aller zu sprechen und alle auch zu verstehen. Und er setzt sich ja auch mit den Leuten dann vor die Kamera und sagt, das sind jetzt unterschiedliche Meinungen, ihr dürft das jetzt mal sagen, dass ihr das nicht gut findet und ich reagiere darauf. Und das hat anscheinend nicht funktioniert. Und das zeigt mir auch, dass dieser liberale Diskurs vor allen Dingen ein Mythos ist. Ja, es ist eigentlich ein Mythos und paradigmatische Beispiel von diesem liberalen Diskurs ist, wie wir in der Familie Weihnachten feiern. Und wie feiern wir in der Familie Weihnachten? Das ist der Horror. Die Kliniken sind voll dann. Ja, also das heißt, es gibt sehr, sehr viel Streit. Also das heißt, es ruht sozusagen auf dieser mythischen Vorstellung, dann kommen wir zusammen und dann reden wir. Und so alle Habermas, jeder sagt so was und die beste Meinung setzt sich durch und so. Und ich meine, also, wer sitzt da überhaupt zusammen und wer darf überhaupt was sagen und so weiter. Ja? Das ist der Punkt. Und deswegen, glaube ich, gibt es da schon einen Unterschied zwischen dem mein Verständnis von Streit und ich glaube auch dein Verständnis von Streit, in dem es manchmal auch Situationen gibt, die muss man einfach so stehen lassen, wenn man sich einigt. Das ist einfach so. Da muss das, und das ist auch bei Familie so. Ich würde nicht versuchen, meinen Bruder zu überzeugen. So, also man tut es mal und dann irgendwann mal gibt man das auf und sagt, okay. Aber es gibt schon etwas, was funktioniert, indem man sagt, wir lassen das jetzt. Wir reden trotzdem miteinander. Und dann reden wir darüber aber nicht mehr. Und das ist etwas, was zum Beispiel kaum funktioniert mit Menschen, die wir nicht kennen wie Familie. Aber das ist, glaube ich, etwas, was auch wichtig ist. Und dann gibt es noch was, was mir ganz wichtig ist. Jede muss für sich auch oder auch Organisationen, auch Kollektive, auch Parteien müssen auch überlegen, was sie sich auch als Streit antun. Ich würde nicht mit Höcke diskutieren. Aus vielerlei Gründen nicht. Und ich glaube, da muss man auch wissen, sagen, okay, nee. Und das ist nicht Canceling, sondern das ist auch so eine Position, sagt, nee, das mache ich nicht. Das ist, also ich gehe nicht in diesen Diskurs da rein. Und das heißt, es gibt klare Grenzen, aber innerhalb dessen muss man eben auch sehr viel zulassen können. Und mich fand ich das sehr inspirierend von dem Historiker Timothy Snyder. Der hat als dann also die Faschisierung auch in Europa und in den USA immer weiter zugenommen hat, hat er dieses kleine Büchlein geschrieben, 10 Punkte, glaube ich, was man aus der Geschichte lernen kann, wenn man sozusagen einen Faschismus abwenden will. Und ein Punkt war, sprechen Sie miteinander. So, sprechen Sie vor allen Dingen mit Leuten, mit denen Sie normalerweise nicht sprechen würden. Und auch hier paradigmatisch sind die Nachbarinnen. So, und da finde ich nicht, dass man sofort in Streit gehen muss, so, also weil die den Müll nicht richtig trennen oder so, sondern einfach nur reden miteinander, weil tatsächlich aus der Geschichte kann man das zeigen, dass es viel, viel schwieriger war, eine bestimmte Gruppe so zu dämonisieren, dass man sie dann dehumanisiert und dann praktisch auch freigibt zum Mord, wenn es mehr Kontakte gegeben hat. Und das, deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig. Also das ist so banal und es ist gar nicht so einfach.
Ja, weil das ist auch nicht etwas, was so eingeübt ist, dass wir mit Menschen reden, die, mit denen man erstmal keine Ähnlichkeit oder keine sieht. Und das finde ich, und das ist noch was anderes wie Streit. Deswegen finde ich, da muss man nicht sofort streiten, sondern da kann man auch einfach erstmal reden. Und wenn man streitet, muss man eben nicht, muss das nicht darauf angelegt sein, dass man das löst oder dass man die andere Person überzeugt. Das ist politische Arbeit. Überzeugungsarbeit ist politische Arbeit. Und dann kommt es dann auch zum Streit und dann muss man sich aber nicht dieser Illusion hergeben, dass ich das überzeuge muss. So kann es auch einfach mal auch stehen lassen und sagen, okay, so. Wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen können. Und ich gebe dir recht, also während der Pandemie, das ist etwas, glaube ich, da muss noch viel studiert werden, was da passiert ist. Während der Pandemie. Das ist, ich habe da ein Forschungsprojekt gehabt zu digitalen Hass in der Zeit und was da eigentlich passiert ist. Das ist aber sehr kompliziert, weil eben auch so etwas wie Algorithmen da eine Rolle spielen und ganz explizite Manipulation auch. Und das ist etwas, glaube ich, wo wir uns auch als Linke fit machen müssen, was da eigentlich passiert, weil die Rechten da meiner Meinung nach sehr viel weiter sind. Und da geht es nicht nur darum, okay, es gibt dann unterschiedliche Meinungen, müssen die verstehen, weil diese Meinungen werden hergestellt. Und zwar aufgrund der Möglichkeiten der sozialen Medien in rapider Weise und in großem Ausmaß. Und zwar auch transnational. Wir hatten also, ich habe auch mit Kollegen zum Beispiel in Brasilien und USA zusammengearbeitet und die hatten das Gefühl, dass Bolsonaro und Trump und wie sie alle heißen, dass sie alle in einer WhatsApp-Gruppe sind, weil die haben zum Teil fast zitiert und also die Strategien so schnell auch kopiert und so. Und dann gibt es eben diese ganzen anderen Institutionen und Gruppen, die da auch entstanden sind. Das ist ganz, ganz schwierig. Also wir haben das in Spanien auch, weil ich gucke da immer hin und denke mir, wieso glauben die Leute das? Das hat auch so was richtig Absurdes dann zum Teil. Und dann geht es ja gar nicht mehr darum, dass man so eine andere Ideologie hat, sondern wie gehe ich mit diesen Ideen um, die mir völlig absurd sind, aber auch gleichzeitig sehr gewalttätig sind. Und ich glaube, da müssen wir noch viel lernen, weil dann geht es nicht mehr so darum, dass wir zusammen sitzen und einander verstehen. Da kommt man mit liberalen Sachen auch überhaupt nicht weiter, sondern da muss man richtig Gegenstrategien entwickeln und genau, vielleicht einfach gegen Algorithmen oder so, die dann auch arbeiten. Ja, bis dahin. Okay, danke. Du hast schon erwähnt, einfach mal so stehen lassen. Ist jetzt die Frage, wollen wir noch was Hoffnungsstiftendes nachschicken oder wollen wir es einfach so stehen lassen? Wie geht's euch damit? Okay, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Gut, ist auch gut, vielleicht einmal Köpfe kurz durchlüften und Getränk holen. Und dann kann man ja nur am Balkon einfach so miteinander reden oder nur weiter diskutieren. Genau, und da jetzt kommt noch eine Einladung zum Programm im Keller. Das war deine Aufgabe, Markus. Ja. Und für das kommende Programm noch vom April. Danke für die Erinnerung. Genau, ihr sitzt da und denkt euch, so schade, jetzt haben wir so lange geredet und woraus jetzt mit der ganzen angestauten Energie und Diskussion. Zufälligerweise haben wir ein lautes, intensives Musikprogramm im Keller. Das startet, ich glaube, die Tür geht auf um jetzt dann gleich um 9 und starten tut es um 22 Uhr. Und es wird fantastisch. Wir haben den Seafruit, Sixer und zweimal DJs, DJ Nina Ebba und Nilo. Und das wird super und das wird ein bisschen dauern und deswegen könnt ihr gern around sticken. Und die Werbeeinschaltung im Forum am 23.04. Also ihr seht überall diese fantastischen Sujets, die Künstlerin ist da, die könnt ihr vielleicht kennenlernen persönlich, wenn ihr wissen wollt, wie man so coole Illus macht. Genau, wir haben am 23.04. haben wir eine Ausstellung zum weiblichen Widerstand gegen Nationalsozialismus aus kärntner-slowenischer und gesamtösterreichischer Perspektive.
mit einer spannenden Diskussion. Aber ich glaube, den Punkt, den wir vor allem, wo wir vor allem dazu einladen wollen, am 8. Mai, Tag der Befreiung, bieten wir vom Forum einen feministischen Chorspaziergang an. Wir spazieren mit einem slowenischen Chor durch Graz und lassen die ansingen gegen Streitpunkte in der Stadt. Und das wird super. Und danach gibt es bei uns einen Sekt oder einen Saft. Und das steht alles auf diesen tollen Plakaten. Das war's, oder? Den Büchertisch. Den Büchertisch leer kaufen. Auch noch. Leer kaufen gerne. Und es wird auch noch eine Ausstellung stehen. Hast du schon gesagt? Genau, Ausstellung zu weiblichem Widerstand. Wird fertig. Zum weiblichen Widerstand im Nationalsozialismus. Genau. Okay, dann danke, dass ihr so geduldig wart und auch so lange zugehört habt und für die tollen Fragen. Und ja, schönen Abend noch. Und holt euch ein Getränk.